Ah ja. Jetzt haut er rein hier. So. Ja, also angeblich ist der jetzt hier schon live. Ach so. Aber ich sehe wieder nichts. Naja, also ich bin ja gerade reingegangen. Ja. Da sieht man auch gerade nichts. Ja, müssen wir mal bis 18 Uhr warten, vielleicht. Achso, das kann auch sein. Ich meine, er hat jetzt den Input. Keine Ahnung. Ich hoffe, das Streamlabs-Logo ist da nicht oben links, ne? Ist es jetzt gerade oben links? Ich sehe es als Wasserzeichen, aber es ist ja auch so ein abgeschnittener Rand. Also es ist nicht mal komplett drin, also ich weiß nicht. Cool, jetzt läuft deine Werbung. Läuft. Da? Läuft doch alles. Ist ja geil. Ja, in der Tat läuft. Echt, ja? Ja, also es buffert gerade. Bei mir. Ja, also. Ich stemme auf. Sag mal ein bisschen was. Hallo, Soundcheck, genau. Sound. Manchmal schreien wir etwas lauter, manchmal sind wir ein bisschen leiser. So. Ach, jetzt sehe ich quasi auch. Aha, Quali ist gut. Quali ist richtig stabil, Alter. Richtig stabil, ja, Alter. Aber wie ich mir schon dachte, ist links oben vom Streamlabs das Wasserzeichen drin. Das sieht man richtig schön im Bild. Toll. Verstehe nicht. Wozu bezahle ich den Prime dafür? Ja, Gerrit, warum bezahlst du privat dafür Geld? So. Jetzt muss ich das noch hier öffnen. So, geht gleich los, Leute, geht gleich los! Gut, dann mach ich den hier mal aus. Ja, Quali ist ja mal mega stabil. Dann mach ich das Tablet aus, Andi. Das zieht ja auch alles Netz. Ja, genau, wir machen das über Dings, ne? Über dein Handy, ja. Und bei dem Handy stellt man nur auf 144p, damit da nicht so viel gezogen wird. So, aber das mit dem Wasserzeichen, das geht mir jetzt noch ein bisschen auf den Kranz, ne? Das geht gar nicht. Das ist echt ein bisschen Schmutz. So. Vielleicht mache ich ihn jetzt aus Versehen zu den Stream, mal gucken. Go to advanced settings. So, aber irgendwie. Ich hoffe, der Stream bricht halt nicht ab, wenn ich jetzt hier noch irgendwelche Einstellungen vornehme. Ah, das glaube ich nicht. Also wenn der Stream jetzt gleich abhauen sollte, Leute. Der haut nicht ab. Dann lag es an Gerrit und Gerrit ist schuld und alle hassen ihn. Oh, Account Settings? Jetzt bin ich richtig drin. Jetzt funktioniert das, die Sache. Mhm. Jetzt sehe ich auch den Chat endlich mal. Lol, Alter, wie lange das dauert. So. Leute, wie immer, erstmal Tagchen, aber wir machen es gleich nochmal offiziell. Um 18.05 Uhr geht's los, damit ihr nochmal reinkommen könnt. Ihr kennt das Spielchen. Ach krass. Lol. Civil Soldier, vielen Dank erstmal. Schreibt Moin, wegen dem Tunnel zwischen den Bunkern habe ich mich vor einiger Zeit mal gemeldet. Habt ihr noch Bock drauf? Ach krass, ist es. Der, das war damals auch, aber hatten wir. Es ist ja nicht zustande gekommen irgendwie. Genau, da kam ja dann nichts per Mail. Ach stimmt, eigentlich wolltest du ja schreiben. Wir haben auf deine Mail quasi gewartet, glaube ich. Mhm. Ja, Bock haben wir. Immer. Ja, krass, fast 1000 Leute. Ja, wie gesagt, für die gerade neu rein sind, um 18.05 Uhr geht's wie immer los. Ich könnte jetzt hier in der Tat jetzt auch Themes adden. Themes. Aber das will ich ja nicht. Ich will ja hier. Will ja hier einfach nur das Wasserzeichen weg haben. Ja, aber klar. Also, Quali ist, sag ich dir jetzt schon mal, Gerrit, Quali ist top. Ja. FPS-mäßig ruckelt's auch nicht. Das ist schon mal ein Sprung nach vorne. Aber ich find's richtig schäbig, dass die schreiben, wenn ihr Twitch, wenn ihr hier Streamlabs OBS auf Prime euch monatlich zieht, dass das Wasserzeichen dann weggeht und ich kann hier nur einstellen, wo das Wasserzeichen sein soll. Müssen wir nochmal nachlesen, wie das dann richtig. Ist das ein Mist, ey. Ja, ist ja auch doof für Leute, die sich das danach angucken. Da ist permanent dieses Wasserzeichen um. Was soll das denn, Alter? Civil Soldier schreibt, ich befürchte im Spam-Ordner gelandet. Nee, kann nicht sein. Ja, check ich auch da regelmäßig. Da haben wir wirklich immer nachgeguckt. Wir haben quasi deine Mail
gierig erwartet. Ja, okay, dann lass uns doch mal schreiben. Schreib uns bitte. Ich bin erbost. Hier ist im Chat irgendjemand, der Ahnung von Streamlabs OBS in der mobilen Version hat und wie ich das Wasserzeichen wegkriege. Quali ist auf PlayStation 4 mega. Ja, perfekt. Ja, cool. Und Ton ist doch jetzt auch, oder? Das ist dieses Ansteckmikrofon, vielleicht ohne Fehler diesmal. Müsste jetzt super sein, oder? Ton? Spreche ich gerade laut, leise? Na, ich sag dir, wie es ist. Also, ich krieg's nicht weg, das Wasserzeichen. Na gut, dann müssen wir das zum nächsten Mal. Ach, da sehe ich es, aber es ist auch nicht so penetrant. Aber wir müssen es trotzdem wegbekommen nächstes Mal. Aber, ja, es pisst mich aber trotzdem an. Ja. Weil ich hab, oder wir haben ja dafür bezahlt, dass es nicht da ist. So. Messinger schreibt, Logo geht nur mit Prime raus. Aber wir haben ja Prime. Ja, wir haben ja Prime. Das ist ja die Sache. Jetzt würden wir das Wasserzeichen gerne rauskriegen. Wir haben Prime. Mobile Version ist halt Sternchen, 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 schreibt er. Ja, es muss ja trotzdem in der mobilen Version dann gehen, ne, irgendwie. Ja. Ich meine, wir haben dafür Geld bezahlt. Eben. Und es stand ja auch so drin, dass es dann geht. Ja. Vielleicht mal den Support anschreiben, was es soll. Leute, wir sind schon, Alter, 1130 Leute. Es geht übrigens in 3 Minuten offiziell los. 18.05 Uhr. Habe ich ja schon erwähnt. Na, was sagen denn die Leute? Die schreiben hier, bei mir Bild und Ton super. Ich glaube, diesmal haben wir es. Jetzt haben wir es. Ja. Dann müssen wir euch beim nächsten Mal auch nicht wieder zum Anfang fragen, ob das alles passt. Dann haben wir jetzt eventuell die Einstellung. Mhm. Das ist dann auch schon mal gut. Wir wollen uns ja auch verbessern. Mein Handy, nein! Ah, jetzt. Ja. Ja, ist doch tippitoppi, Alter. Willst du was, Andi? Ich hol uns mal was. Andi, dreh mal bitte, die Cappy sieht komisch aus. Ja, kann ich nicht machen. Ich trage Cappy normalerweise andersrum, aber hier ist so ein bisschen Cappy mit Loch. Andi, wo sind die Hopfenkaltschalen? Dahinter habe ich die getan. Sieh die Sonne. Sehr gut. Messinger schreibt, sollte auf jeden Fall gehen. Ja, da müssen wir nochmal gucken mit dem Ding. Oh, es geht übrigens in 3 Minuten los. Willst du auch reden? Habt ihr den Prime-Account mit OBS verbunden? Ja. Fragt Spikey Spark. Ja. Ja, also muss ich ja einloggen. Christian Außen schreibt, Wasserzeichen in den Einstellungen wegmachen. Ja, geht ja nicht. Es geht ja, ich kann nur einstellen, wo es sein soll. Ja. Nicht, dass es nicht da sein soll. Du hast auch eins, oder? Ja, auf die Plätze werde ich. Bitte. Dankeschön. Was trinken wir heute, Andi? Ein Gessner. Privatbrauerei Gessner. Ist auch ein Radler und ja, wir trinken gerne Radler, weil es schmeckt. Okay, wir stoßen heute nicht an. Oh, ehrenlos. Ich muss ja erstmal gucken, ob es schmeckt. Leute, bevor es hier losgeht, wir haben noch jemanden da. Habt ihr irgendwie einen See zum Tauchen oder so? Da glaube ich, habe ich verlaufen. Wer sind Sie? Gehen Sie aus unserem Camp? Das ist geil. Nee, ich dachte, ich lasse ihn noch ein bisschen an zum Trocknen. Ja, warum nicht, ne? Ja, klar. Außerdem ist doch geil, oder? Das sieht doch gut aus. Leute, in 2 Minuten geht's los. 1400 Leute! Er steht hier im Neopren im Wald, es ist so geil. Im nassen Neopren. Ja. Fragen sich manche Leute, vielleicht manche aber nur, wer ist er? Gebrüder Lange, ja, YouTube-Kanal. Richtig, haben wir heute richtig geiles Videozeug gedreht, Freunde. Hier auf Basis. 1400 Leute, ey. 1500 Leute, aha. Willst du dein Bierchen auch? Jo. In einer Minute geht's los, Leute. Bevor Sie also ihr steht schon, aber es geht erst in einer Minute los. Ja, wir machen immer so 5 Minuten, dass die alle reinkommen und erstmal hier ein bisschen, genau. Ein guter Trick. Ein guter Trick. Hey, danke schön. Herr Lange schreibt Green Tips. Ja. Ja. So, na denn? Cheers. Auf den schönen Tag. Ja, war richtig geil. Was für alles gibt. Kaiserwetter. Aber ich gut. Video dazu kommt in 2 Wochen am Samstag. Genau. Juti. So, eine Minute noch, dann ist hier Eskalationsstufe. 1530 Leute. Wir haben jetzt schon einige gefragt, so wie geht's der Kamera? Würde ich sagen, steigen wir gleich mit ein nach der Begrüßung, oder? Dass wir den Aal vom Tisch haben und dann wird hier aber ein bisschen was gemacht. Leute, das wird jetzt hier heute nicht nur ein Lava-Stream, heute wollen wir ein bisschen was reißen. Messinger schreibt, richtet mal aus, hab letztens mehrere Videos von ihm geguckt, der Ton ist mega leise. Oh! Vielleicht liegt's auch an deinen Boxen. Ja, ich habe eigentlich auch was gesehen. Ich wollte eigentlich auch sagen, also das muss dann an dir liegen. Weiß man nicht. Also, um das mal aufzuklären, das ist unser Moderator und ein guter Kumpel von uns. Ach so. Ja, okay. Liebe Grüße. Seit der Vorschule schon. Messinger, weißt du, wie lange ich die schon kenne? Seit der Vorschule waren wir zusammen, ist das krank. Okay, 18.05 Uhr, 1660 Zuschauer, jetzt geht's los. Taschen, Leute! Taschen! Willkommen zum Livestream im Camp. Was passiert heute, Gerrit, unter anderem? Heute gibt es wie immer auch ein kleines Q&A. Die eine Frage, die auf jeden Fall beantwortet werden wird, ist, wie geht's der Kamera? Und danach gehen wir hier direkt rein in die Masse. Wir wollen nämlich so ein paar Details am Camp noch anpassen, wo wir uns aber sagen, ey, das reicht nicht für ein Video in Anführungszeichen. Das sind halt so kleine Pillepalle-Arbeiten, aber wir wollen euch da irgendwie trotzdem dann teilhaben lassen. Genau. Und wie nicht besser als in einem Livestream, oder?
Richtig. Und wir haben, wie gesagt, heute einen Gast, Gebrüder Lange, der gute Max ist da, mit dem haben wir heute ein Video gedreht. Ja, geile Aktion. Aber ich werde nur zugucken, ich werde nicht helfen. Keine Angst. Das werden wir noch sehen, ne Max? Er stellt vielleicht mal so die Kamera um und dann... Nee, ich muss trocknen, aktiv trocknen muss ich jetzt. Also, nee, dann musst du auch richtig arbeiten, oder? Nee, dann werde ich ja nass von innen, das bringt ja auch nichts. Warte mal kurz. Oh, okay, alles klar. Schweinepriester, ey. Okay, dann würde ich sagen, starten wir direkt los und holen erstmal... Du hast keinen Beweis, dass ich das war. Ich glaube schon. Das hat keiner gesehen. Wir starten und holen erstmal kurz Werkzeug. Mhm. Und dann nehmen wir euch mal mit. Ich überreiche dir das zum Beispiel. Oh ja. Soll ich einfach ein paar Fragen vorlesen oder was? Oh ja. Ey, sehr gerne. Ja, ja, ja. Habe ich doch noch eine Funktion. Und ist ja geil. Kann mich aktiv drücken hier. So. Und Leute, heute wirst du dich auch noch mal ein bisschen ASMR geben, Freunde. Jetzt will ich das gut kicken in die Runde. Genau, was er meint. Auf ganz naher Basis hier, so. Ihr wisst schon. Was haben sie denn da? So, Freunde, ihr fliegt jetzt hier. Ey, Freunde, das ist doch einfach mal eine richtig geile Quali, muss man einfach mal sagen. Ist echt gut, ne? Ne, das ist echt stabil, Alter. Es ruckelt auch nicht, weil heute ist Internet gut. Ne, nicht nur das, wir haben jetzt Full HD und viel FPS, weil wir nicht mehr diese Schmutz-App von YouTube benutzen. Also sagt mal keiner, dass wir uns nicht verbessern. Ja, also... hey. Sicherheit und so, Bau. Heute müssen wir uns ein bisschen zusammenreißen. Also können die mir die Sauna anmachen? Warte mal, hier, Klaas W-Werke unterstützt uns. Vielen Dank, Klaas. Ein Superchat? Was steht da? Weiß ich nicht. Hier muss ich da raufklicken. Genau. Prost! Prost! Ja, Wolski. Prost, Säcke. Prost, du Sack. So, wir müssen eigentlich erstmal ab Max ist Rechtsträger, hat er gesagt. Ich glaube, ich gehe mal lieber raus. Okay, Gerrit. Wie heißt es auch so schön? Zum Wohle, zum Trotze, Finger in die... Fahrradkette. Ihr wisst Bescheid, Leute. Wo ist der andere Hammer? Ich brauch mal kurz den anderen auch noch. Thank you. So, dann geht's mal los. Wir reißen ab. Ach nee, wir erklären erstmal, warum. Ja, du erklärst erstmal, Freundchen, was heute überhaupt passiert. Genau. Was ist das denn hier? Das sind unsere improvisierten Deckel. Nicht auf dem Boden. Sag mal, was ist denn los mit dir? Hallo. Meine. Und zwar gefällt uns diese Wand nicht mehr, weil es ringt trotzdem durch. Sieht gar nicht so schick aus und deswegen reißen wir die Wand wieder weg und machen da ordentliche Bretter ohne Lücken zwischen hin. Richtig, genau. Das machen wir von der anderen Seite, ne? Genau. Oder, nee, ich stelle die Kamera auf die andere Seite. So meinst du das, ja. Und ja. Du. Und wir werden wahrscheinlich noch, da müsst ihr aber noch abstimmen, die Steinwände einreißen, die zwei. Warum? Kann ich hier den Chat eigentlich auch sehen? Ja, ich kann den Chat hier auch sehen. Genau, ich würde mal sagen, wie jetzt? Wird denn einfach abgeklopft? Klar. Oh. Alter. Geil. Das macht richtig Spaß. Das Hamburger Jung fragt, wann kommt das Wetti-Spanferkel mit Fritz? Na, Fritz kriegt ein paar gegrillte Paprika. Für uns gibt's was Richtiges. Ich meine, die hat ihren Zweck erfüllt, die Wand, aber das geht besser. So, ihr kommt jetzt hier direkt mit rein. Ey, wie hat die einfach... Dein Ernst, Alter? Die sind ja doch gut, du. Die Nägel bleiben dadurch jetzt aber alle drin. Die müssen wir dann alle schön entfernen, ne? Ja, ja, klar. Na gut, dann stelle ich euch jetzt mal ab und helfe den Jungs mal. Guck mal hier, wie ich aktiv anpacke hier. Ja, das ist ein Macher. Scheiße. Guck mal, mit Nagel. Die Balken kommen ja auch ab, ist ja nicht schlimm mit den Nägeln. Die kommen ja direkt so rauf. Nee, wir wollten die doch hochkant machen. Was? Ja, die wollten wir hochkant machen und quasi zwei quer oben. Wisst ihr? Das war der Plan. Das ist nicht schlecht. Na gut, dann man TL aus. Schreibt, Gerrit, mit Glatze siehst du viel besser aus. Danke dir. Aber das habe ich doch jetzt schon länger. Das ist schon richtig lange. Ja. Dreiviertel Jahr. Naja, du. Na gut, jetzt hast du im Winter mal Mütze aufgehabt. Hat er vielleicht ja, ist gesehen, richtig. Was? Nee, ich habe sogar noch länger. Stimmt, ja. Wenn du mal überlegst, Alter. Wo kommen die ganzen Nägel her? Hast du die jetzt reingeschlagen? Ja, die Bretter kommen doch über, die sieht man nicht mehr. Ach so, na gut. Ich hätte ja jetzt Schlepper! Oh, ich sag ja immer clever. So. Zeig mal kurz. Ja. Oh, Alter, hau mir das Ding mal noch in die Fresse. Genau. So, Abriss geht ja mal schnell. Heute macht aber Spaß, die Arbeit, muss ich sagen. Ja, toll. Arbeit, ne? So, anscheinend hauen wir die Dinger hier alle hin. Anscheinend vor allem. Das war da ganz schön passiert hier. Oh ja. Ist doch egal. Ist doch egal. Ja, wenn ich Andi glauben darf, ist das scheiße egal hier. So, das ist bestimmt richtig angenehm für die Zuschauer, dass sie Geräusche machen. Da müssen wir jetzt mit leben.
Wir wollen doch arbeiten. Wir sind gleich fertig mit dem Krach hier. Sorry. Um dann noch mehr Krach zu machen. Vorsicht, da unten ist einer. So. Das Camp wird nur besser. So. Küsst euch mal. Nein. Was ist zu Hause? So. So, und achtet mal, oh Gott. Okay. Dann lass uns die Bretter mal hinten machen, sonst trittst du nicht gleich in den Nagel rein. Oh ja, das ist ein guter Punkt. Das, ich möchte gerne verhindern. Ah ja. So. Ich glaube, die Leute verstehen immer noch nicht, warum ich im Neopren und Anzug unterwegs bin. Das klärt sich ja in 2 Wochen, ne? Ja. Naja. Versteht man uns überhaupt noch, wenn man hier hinten steht? Ja. Ja, bestimmt. Alle so, ja. Ja, genau. So. So. Ist das schon mal die Grundbasis gelegt? Ja, dann müssen wir jetzt was holen gehen, Andi? Die Bretter. Und die holen wir jetzt für genau. euch zusammen. Beziehungsweise... Ey, wisst ihr was? Ich stelle mir jetzt auch einfach mal Handschuhe ein. Du stellst dir Handschuhe an? Nee, ich zieh mir Handschuhe an. So. Oha, Sonnenstich, Fragezeichen? Ja, Ausrufezeichen. Was kriegen die Handschuhe so dann pro Stunde, wenn du die einstellst? Naja, Mindestlohn. Sozialkritisch, gefällt mir. Ja. Mal gucken, ob die Bretter reichen. Ja, wird schon, ne? Achso, hochkant, ja, das wird auf jeden Fall. Ja, eben, deshalb haben wir doch gesagt. Ja. Na dann. Oben. Okay, los geht's. Wir holen die Bretter, Leute. Oh, Stunden großer Bretter. Andreas. Gerhard? So, ihr fliegt jetzt durchs Camp. Voll Gimbalfahrt. Ja, voll Gimbal. So, Leute. Ja, schnappt ihr direkt alle, wa? Alle. Ja, mach doch mal jetzt. Ja, klar. So. So, hier. Zack. So, jetzt geht's da in die Richtung. So, und jetzt stellen wir euch mal auf und ihr seht uns jetzt hier ein bisschen tragen. Ja? Man muss ja hier auch alle, man kann ja auch mal Sachen unkommentiert. Ah, ja. Ne? Und so weiter und so fort. Haben wir eigentlich schon gesagt, dass diese Woche Samstag ein Grubenhaus-Video kommt. Nice to know. Haben wir noch nicht. Und eigentlich haben wir auch versprochen, dass wir noch sagen, was mit der Kamera ist. Das mache ich jetzt mal schnell. Weil der Mann von Güte lässt arbeiten. Was hast du gesagt? Nix, Altyp. Ja, Thema Kamera, Freunde. Wir haben gestern Post von unserem Fotoladen bekommen. Und da stand drinne, Totalschaden. Ist nichts mehr zu retten. Schade eigentlich. Können Sie sich abholen? können Sie sich abholen, aber ja, können Sie sich dann auch nur irgendwie hinstellen. Jetzt haben uns ja ein paar Zuschauer geschrieben, so. Wir haben E-Mails gekriegt, so von wegen, hier Jungs, pipapo, ich kann das und das und hast nicht gesehen. Soll ich mich da mal ransetzen? Wir werden dann wahrscheinlich einen dieser netten Zuschauer dann nochmal kontaktieren, ihm den ganzen Kram zuschicken, in der Hoffnung, dass der vielleicht noch was machen kann. Ich meine, es ist jetzt kaputt diagnostiziert und vielleicht schafft es ja noch jemand. Vielleicht ist Sony auch einfach nur zu faul. Weil die wollen ja mehr verkaufen. Ist ja logisch. Warum reparieren? Und wir gucken jetzt mal, ob das noch jemand repariert kriegt und jetzt wird weiter erarbeitet. Ganz genau. In diesem Sinne, weiter geht's. Das ist nichts, und ich wollte gerade sagen, das und nichts, was man cutten kann. Das ist geil. Ich muss noch Nägel holen. Ah, wir sind live dabei hier. Und wichtig ist auch die Regel, bevor man Nägel holt, muss man immer einen Schluck trinken. Aha. Da ist aber was vor heute. Hydration ist wichtig. So. Kommen wir mal hier rum wieder. Bretter müssen erreichen, wa? Ja. Ja, das ist, glaube ich, keine gute Idee. Würde ich jetzt auch mal sagen. So, wo stellen wir euch denn hin, Leute? Vielleicht so? Ja, ich denke schon. Das ist doch was. Das ist doch was. Ich habe gerade geguckt, die Länge ist ganz cool, weil, erkläre ich dir mal kurz. Oh, jetzt krieg ich was erklärt. Aha. Wir müssen gar nicht sägen. Also ich würde die Dinger da wegmachen, damit es oben anliegt. Ja. Und dann ist doch schick, oder? Die Lücke unten wegen passt schon. Ja, das ist doch hochgradig sexuell. Jetzt ist natürlich die Frage, wir wollten Zack ja da Strike. Oben, ja? Wir wollten ja da oben eigentlich quer gehen. Wisst ihr, dazwischen so quer. Aber können wir auch sein lassen einfach. Ja, vielleicht machen wir einfach einen quer. Ganz oben dann. Den kannst da drauf, ja so, hier, da oder was? Ja, wenn wir so hoch kommen, beziehungsweise vielleicht einfach so dann. Müssen wir mal schauen. Ja. Okay, erstmal die Holzsäge wegsägen, die zwei. Du holst das Ding. Die Säge? Ja. Das Ding. Das Ding zum Sägen, wie nennt man das? Wie lange geht eigentlich der Stream? Ja, so lange wie wir hier brauchen, Freunde. Nein. Also 24 Stunden. 19 Uhr ist Schicht im Schacht hier.
Also haben wir ein bisschen Zeit. Schacht im Schicht. Schacht im Schicht. Was ist das denn? Warte. War jetzt. So, ich bin größer. Ja, warte mal, warte mal. Oh, sieht man gar nichts, oder? Ich mache die Kamera mal ein bisschen weiter weg. Er stellt sich da auf zwei Holznägel. Wenn man Vertrauen ins Material. Ich wollte gerade sagen, das ist eine Menge Vertrauen in von uns zu vorbereitetes Material. Mit links kann ich nicht. Oh nein, guckt euch das an. So. Na, Ingo. Geht doch mit dir. Danke, danke. So. Dann halte ich dir jetzt mal, weil ich ein guter bin, ein Brett an. Und du. Ich muss jetzt mal die Handschuhe ausziehen. Ich muss das Material jetzt fühlen. Nein. Die Handschuhe sind ganz schön dick übrigens. Dann reiß dir mal schön Splitter ein. Ja. Viel Spaß dabei. Danke. Ich. So. Ein Zehner, dass Andi beim Nageln heute irgendeinen Nagel trifft, der da drunter liegt. Du hast zwei Fünfer verloren. Kleiner Knilch. Du hast das völlig verwirrt schon. Ich wollte gerade sagen, du musst den Nagel. Aber ein Hammer wäre doch geil. So. Ja, fangen wir mal hier oben an. Ja, na, wir machen jetzt alles einfach oben, unten einmal und dann ist gut, oder was? Ja, und dann machen wir hier eine Leiste drüber. Da sind ganz viele Nägel verdeckt und du hast nur noch links und rechts einen. Das ist geil. Mm. Alles, was du willst, wie heute ist dein Tag. Ja. So, hängt er jetzt erstmal? Ja, na, aber ich würde es jetzt unten trotzdem mal wirklich festmachen, weißt du? Weil jetzt ist halt die Frage, geht man jetzt hier so leicht auf schräg und macht es überlappend oder lässt man es einfach gerade hängen und pokert drauf, dass es irgendwie hier sich ausgeht? Ich glaube, wir müssen es leicht überlappen machen, damit es ein bisschen... Na, alles klar, Meister, dann. Also ein bisschen... Ja. Noch besser, das geht gar nicht, so, dann brauchen wir den Aal da drin. So. Ich glaube in der Tat aber, der hier wäre besser. Aber wird sich wahrscheinlich sowieso irgendwann alles relativieren. Hm. Du, der Nagel war. Ich mach mal unten. Ja, immer schön auf Spannung bringen, das Material, damit es sich noch auswölbt, ist ja auch gut. Kannst du das mal gegenwirken, dann. Genau, danke. Perfekt. Wahrscheinlich nicht mein Arsch bei Kamera. Ja, ja, ich versuche schon hier ein bisschen. Okay. Aha, ist drin, der? Spannung wie ein Bogen. Ja, gut, das ist ja. Na ja, wird schon passen. So, jetzt seht ihr doch schon sehr eiskalt schön. Die nächsten Favoriten. Weil jetzt kommt's nämlich. Ja, jetzt wird gepuzzelt, ne? Ja. Glaubt das? Oder wir machen es doch so. Was denn? So also, nebeneinander? Ja, ich hätte gedacht, es sind mehr Lücken. Das bisschen stört mich ja erstmal nicht. Ja, muss reichen. Finde ich ganz gut. Und irgendwann kommen ja sowieso nochmal neue Bretter, wer weiß wofür. Und wer weiß wofür, ja. Dann kann man da ja nochmal drüber gehen. Drüber schrubben. So, ich, alter Zimmerer, machen wir hier ein bisschen Action? Warte mal, ich leg das jetzt mal noch ein bisschen perfekt an, ja, damit es läuft. Und retten die Eule. Ja. Schön. So, Max, du kannst gerne nebenbei einfach Fragen stellen. Warte kurz. Ja, wenn ich das hinkriege hier, Multitasking ist nicht so mein Ding, aber ich kann es versuchen. Ja, wenn nicht, stell doch einfach hin den Lachs. Und dann genau, Leute, nebenbei schön Fragen stellen jetzt. Wir beantworten gut, sie okay. Und natürlich weiter. Wie macht ihr das mit dem WLAN im Wald? In Deutschland vor allem. Ja, gute Frage. Wir haben noch so ein Setup schon für den Bunker. Die haben wir jetzt oben hängen hier. Genau. Das ist ja gar nicht mal so geil, was hier gerade passiert. Vielleicht so. Wird schon cool aussehen. Ja, ich glaube, besser als das wird's nicht. Ja, Feuer. Herr Gerrit, warum machen wir es nicht mit Holznägeln? Ja, Andi, weil wir heute nur eine Stunde Zeit haben. Das ist auch eine Menge Vertrauen übrigens in den Menschen. Aha. Naja, du machst das schon mal. Alles gut, Brudi. So. Cool. Max völlig überfordert. Das so viele Nachrichten. Na, dann stell doch einfach hin den Lachs und. Ja, okay, mach ich. Warte mal, aber ich stell's ein bisschen weiter weg, damit der Ausschnitt besser ist. Oder ja, willst du von da? Ich stell's hier. Ja, dann mach so. So ja, guck mal, ich geb dir das einfach jetzt. Boah, wir sind 2300 Leute, was geht denn? Hallo, ab, ihr kleinen sexy Mäuse. 2000 Leute, das gefällt mir noch sehr gut. Wir haben Bock auf gucken, wie wir arbeiten, würde ich mal sagen. Oh, und jetzt kann Max mithelfen, Alter. Nee, ich will eigentlich nur zugucken heute. Ey, ist das ein Killer-Ausschnitt? Oh, danke, MMC09MX. Er sagt Update noch 40 Minuten. Schaffen wir, ne? Obwohl die Wände noch abreißen? Ja, schon. Was? Was? Wer will hier was abreißen? Ey Leute, könnt ihr bitte nochmal die krasse Qualität, die jetzt hier am Start ist, wertschätzen? Ich bin sehr froh drüber. White EX, wird ein Gierschrank-Update kommen? Ja, aber ich sag jetzt mal so im Herbst.
Guter Punkt. Warum hörst? Ja, verändert sich noch ein bisschen was. Echt? Ja. Warum sonst im Herbst? Na, wegen Kackwetter und so. Ach so, ja. Ja, würde auf jeden Fall kommen, genau. Wichtig ist es auch immer, die Nägel im Mund zu nehmen, wegen Eisen und so, ist das? Ja. Kann man vor allem Vegetariern empfehlen. Fabian Linking, was hat Andi für Handschuhe? Das sind die Revolution Race Handschuhe. Max hat diese Handschuhe jetzt an. Hey Max, coole Handschuhe. Hallo. Genau. Meine Fingerchen waren ein bisschen kalt. Ah, herrlich. Als ob Andi jetzt hier einfach Werbung für unseren Sponsor Revolution Race macht, bei dem er mit dem Code Akuensinne 15% auf das Sortiment sparen kann. Wow, die Überleitung. Schlecht. Oh, okay. Nein. Ich fataler Fehler. Ja, ein paar Leute fragen tatsächlich immer noch, warum Max von Gebrüder Lange, Hashtag YouTube-Kanal, mal reinschauen, Neoprenanzug an. Ja, keine Ahnung, warum eigentlich? Das müssen wir jetzt nochmal erklären, jetzt kommen natürlich viele Fragen. Wir haben heute... Das ist Max Look, der läuft immer so rum. Ja. Man beachtet die Schuhe, die seht ihr gar nicht. Auch sehr nice, ja? Markenzeichen. Ja, nee, weil wir haben heute ein Video zusammen abgedreht. Was seht ihr in 2 Wochen? Ziemlich geil. Genau, ein Video auf seinem Kanal, eins auf unserem. Wird gut. Küsst euch jetzt mal. Nein. Wer schreibt denn das andauernd? Weiß ich nicht. Habt ihr das mal gemacht? Oder Tim was? Schneider. Nee. Dafür gibt's andere Plattformen, Freundchen. Genau. Ihr seid auch genau. OnlyFans, ne? OnlyFans-Account, Naturensöhne, guckt mal rein. Oh, Fireflip, vielen, vielen Dank. Er schreibt für die neue Kamera. Ja, danke schön. Ja, haben wir bitter nötig. Critical Observer, wann kommt das? Hey, hallo? Wann kann einer fragen, warum ich einen Neoprenanzug anhabe? Als Schutz! Ich geh lieber weg. Critical Observer fragt, wann kommt das Blockhaus? Ja, wir arbeiten dran. Wir waren zum Beispiel gestern auf dem Baugrundstück. Haben wir natürlich nicht gefilmt, Leute. Da haben wir wieder ein bisschen was gemacht. Dauert aber noch. Dieses Jahr aber noch. Genau. Max LP schreibt, was habt ihr zurzeit für eine Kamera? Wir haben uns gerade tatsächlich die gleiche Kamera gemietet beim Fotoladen. Kostet ein bisschen was monatlich, ist uns aber jetzt erstmal wert. Wir wissen ja seit gestern erst, was mit unserer Kamera ist. Jetzt müssen wir uns überlegen, was wir machen. Ja. Aber wir werden es nachher erstmal jetzt 2 Monate oder so noch weiter mieten und dann mal gucken. Genau. Könnt ihr mal wieder einen Inselbiwak machen? Schreibt Alexander Kreiner. Eigentlich schon, ne? Hätte ich Bock drauf. Mhm. Inselbiwak? Ja, gute Idee. Mal woanders, mal gucken, wo wir noch eine Insel finden. Andreas Weizinger, natürlich grüßen wir dich. Grüße gehen raus. Ich kann auch noch kurz abnehmen, wenn ich den hier fest hier drin habe. Laura Pi, wie alt seid ihr? Gerhard, wie alt bist du? Noch 29. Max, wie alt bist du? 21. Scheiße, 31. Ich bin 31. Du bist einfach ein Jahrzehnt älter als er. Krass, oder? Ein Jahrzehnt. Das hört sich viel mehr an als 10 Jahre. Ein Jahrzehnt. Du Schwein. Deswegen darf ich auch noch in rosa Cox rumlatschen. 0 Drax 5. So, Freunde, ich muss willkommen in der Schlingelbande. Geil, dass du auch dabei bist. Freuen wir uns. Neues Mitglied. Geil, geil, geil. Tracker TV, natürlich grüßen wir dich. Gar kein Problem. Wie alt seid ihr, Leute? Das haben wir gerade beantwortet. Bisschen mehr Aufmerksamkeit, bitte. Ja? Wie in der Schule, Alter. Willst du eigentlich deine Handschuhe wieder haben? Oder? Nee, alles gut. Alles gut. Die Revolution Race Handschuhe, meinst du? Ja, ja. Die man mit dem Code Natur in so eine 15% günstiger bekommt? Ach, das hast du ja noch gar nicht. Völlig, völlig. Sehr schön. Übrigens genauso wie dieses stabile Flanellhemd, Alter. Alter. Code, nee, Link. Was auch von Revolution Race ist. Mhm. Ja? Aber auch nicht zu verachten jetzt. Ist ein bisschen viel Werbung, aber das ist übrigens alles Merch hier, ne? Schlingel-Merch. Wir sind so eine LOL. Straßenarbeiterinnen. Richard Judis? Ey, Richie! Richie! Cool, dass du auch jetzt dabei bist. Geil! Dankeschön. Das ist ein ehemaliger Grundschulkumpel von mir. Also was halt ehemaliger, ist ein Grundschulkumpel von mir. Ja. Oh, und Iris Gebhardt, auch in der Schlingelbande. Leute! Was ist das denn? Kenn ich die? Die kenn ich nicht, oder? Nö, nee, ist einfach jetzt neu in der... Ist einfach und Mirko Lorenz, auch neu in der Schlingelbande. Leute, geil! Hey, doch, Maul! Wir werden immer mehr Leute, wir werden Tanz! Immer... Tanz? Ja, du musst tanzen dafür. Zu welcher Musik? Max? Also welcher Musikstil? Welcher Musikstil? Das ändert alles. Hip-Hop? Salsa. Salsa, ja klar. Uiuiuiui. Sieht doch genug aus. Ja, was mir aber ein bisschen Dorn im Auge ist, ist dieser Ast hier. Aber da
Geh jetzt einfach rüber. Der hier? Ja. Sollen wir den nicht kurz mal absägen? Den kannst du nicht absägen. Wieso nicht? Da gehst du sterben bei. Wirklich? Ja. Steve Bars, auch du bist jetzt in der Schwingelbande. Ich geil, dass du dabei bist. Leute. Na dann. Ja, können wir mal grüßen? So ein bisschen einfach Elias ja, Chefon, na klar, grüß dich. Wieso, was ist denn? Na, es zu sägen ist die größte Schwingelbande. Ach, Richard, du bist gerade wieder zurück in Deutschland. Stimmt. Ich hab irgendwann eine Story gesehen. Wo warst du nochmal? Leute, ich sehe schon das ganze Brett gleich zusammen. Guck mal, reicht doch. Okay, ja, aber sind wir mal ehrlich, Leute, das sieht ja jetzt schon viel besser aus als vorher. Oh, sagen wir mal, geht nicht, ja? Ja, ja, ja. Ja, nice. Ja. Jetzt, guck mal, wie auf Maß ist das hier? Hä? Toleranzenklasse 0. Ich sag mal so, einmal dumm getan, reicht für das ganze Leben, wa? Ach so ist das. Oh Mann, ey. Genug Arbeit für heute, glaube ich. So, dann brauche ich jetzt mal ein richtig schmales, Alter. Ey, Joe fragt, seid ihr verwandt oder was? Bekannt. Wir sind beste Freunde, kennen uns schon seit viel zu lange eigentlich. Genau. Was? Svens Panzergarage. Ich persönlich finde deinen Namen richtig geil. Ja, herzlich willkommen in der Schlingelbande, auch neues Mitglied. Krass, so. Krass. Jetzt brauche ich Donkey Kong 710. Vielen Dank erstmal. Ich habe einen Kollegen, der weiß, wo das Camp ist und ich wollte mal fragen, ob wir mal LAN kommen dürfen. Vorbeikommen dürfen und ob wir euch oder ob wir euch in Ruhe lassen dürfen. Du kannst uns ja mal gerne vorher bitte eine Mail schreiben, das wäre super. Genau. Dann können wir uns mal kurz austauschen kann. Genau, dann ist das gar kein Problem. Ja, ich weiß nicht. Das ist doch. Das ist doch besser als nichts, auf jeden Fall. Oder du drehst es um. Nee, eben nicht, nee, weil nee. Da oben ist ja, hier unten ist der Tendenz hier schmaler. Nee, ich meine tatsächlich. Oder pass mal auf, jetzt wird hier auf Maß erarbeitet. Wir wissen, wir müssen quasi hier rein, ungefähr ein bisschen. Klar. So, das markiert mir jetzt, wenn ich auf grob. Nee, pass auf. Noah Zorn, natürlich grüßen wir dich, gar kein Problem. Ich brauche eine Axt. Eine Axt? Ich brauche eine verfickte, eine schöne Axt. Oh, Gerrit. Kinder anwesend? Nee, aber Strikey Strike. Bitte? Strikey Strike, mach das nicht. Ach so. Es ist nur übermäßiger Gebrauch von Schimpfwörtern übrigens verboten. Na dann? Das ist noch, oder? Ah, herrlich. Oh, Kreativ Emmy, Marvel oder DC? Weder noch. Nee, du musst dich entscheiden bei so einer Frage, das gibt's nicht. Na dann Marvel. Bin ich auch dabei. Marvel, wenn's denn sein muss, aber Superheldenzeugs. Außer Deadpool. Leute, Deadpool. Marvel, oder? Ja, ich sag ja, außer Deadpool. Deadpool ist ja wohl völlig überragend, ja. Also. Mann. Einmal pro Minute geht, schreibt Babadoc. Also wir dürfen einmal pro Minute hart flamen. Sehr gut. Praktisch. 2500 Leute drin. Was ist denn heute los, ey? Ist ja geil. Ja, die Leute wollen uns ackern sehen. Das ist halt so. Ja, krass. Super Grobi. Es ist echt, also manchmal ist es wirklich ein bisschen Überforderung, wenn so viele Mails hier reinkommen. So, Andi, was meinst du? Nicht so schon? Seid ihr. Was macht ihr? Was ist dein Lieblingsfilm? Schreibt Tanja Weber. Mein Lieblingsfilm ist Training Day mit Denzel Washington, ja. Magst du mal nein? Ist schon ein alter Film, aber der ist überragend. Zieht euch diesen Film rein. Gleich. Training Day. Ich möchte jetzt einen Nagel. Nee, gib mir zwei. Training Day! Gerrit, dein Lieblingsfilm? Black Hawk Down. Ja, auch ein sehr guter Film, aber Training Day ist überragend. Training Day ist viel guter, ne? Leute, jetzt muss unser Mod hier schon drei Leute bannen. Ja, hört mal ein bisschen auf zu spammen, bitte. Danke. Also ich wünsche mir von euch, dass ihr noch ein bisschen mehr spammt. So. Daniel Melicha. Hey Natursöhne, durch euch bin ich näher an die Natur gekommen. Macht weiter so, ihr seid total authentisch. Vielen, vielen Dank. Na gut, dann machen wir weiter so. Freuen wir uns auf jeden Fall. Schreiben uns ab und zu mal irgendwelche Mails von wegen, sie gehen jetzt öfter raus und sind motiviert, einfach draußen was zu machen. Richtig, richtig geil. So soll es sein, ey. 2600 Leute sind wir übrigens. Gestört, Alter. Und jetzt würde ich mal sagen, ich übergebe Gerrit, denn ich war hier schon ordentlich 10 Minuten dran. Ja, ja, warte mal kurz. Ich musste noch eine Sache. Eine ja, Sache klar, muss ich ey, noch... leb dich aus. Es ist dein Traum, Gerrit, und wieder ein neues Schlingel-Mitglied in der Schlingelbande und zwar ein Bofrost Pumuckel Torte. Ihr habt den geilsten Namen, Leute, ich schwöre es euch. Nein, stopp, warte. Philipp Steindl, Almosen für Kamera. Ja, Kamera für die... Aber nur wenn ihr meine Wallbox
in den Wald baut. Was für ein Ding? Was ist? Wir wissen nicht, was du meinst. Almose für, also Geld für die Kammer, okay, aber nur, wenn ihr meine Wallbox in den Wald baut. Was ist denn eine Wallbox, Alter? Was meinst du damit, Wallbox? Da musst du wohl nochmal Almosen schicken. Kannst auch eine Mail schicken. Andi. Alter. Warte. Brian Christensen. Vielen, vielen Dank. Geht direkt in die Cam. Ja, das sind aber dänische Kronen, ne? Kannst du durch vier teilen, glaube ich. Weiß, ist trotzdem ja, ist total nett. Ja, auf jeden Fall, geil. Donkey Kong 710 schon wieder. Könnt ihr mal mit Fritz Martin im Wald was bauen? Fritz war ja vor ein paar Wochen schon da im Grubenhaus. Ja, mal gucken. So, und jetzt ist mal kurz Schluss. Denn wir stellen, jetzt kommt eine Entscheidungsfrage. Ja, Mann. Wir haben jetzt hier noch 7 Lücken, die wir zumachen könnten. Überlappend. Ah, mit dem Wir haben genau 7 Bretter übrig. Okay. Machen wir das jetzt hier überlappend? Oder, da hinten haben wir ja noch Bretter. Dann können wir das vielleicht hier mit Stückelbrettern zumachen. Also es wäre gut, weil wir wollen ja den Lehmofen vor Nässe schützen. Ja, meine Meinung. Wir müssen es eigentlich zumachen. Ja, dann musst du das jetzt wohl tun. Soll ich holen? Max ist schon zu, Leute. Der ist schon zu. Mr. Logik V, vielen Dank. Moin, ihr habt ja beim Bunker den Schornstein gemauert. Die Länge haben wir nicht. Und im Bad. Und du denkst, im Großformat gelebt. Wie oder wo habt ihr das gelernt? Haben wir nicht gelernt. Gemauert haben wir einfach so gemacht, wie wir es gedacht haben. Reißt du noch einmal das Handy aus der Hand und jetzt ist mal Real Talk, raste ich aus. Na, dann ist es so. Tu das nicht. Du kannst ja gerne fragen, Gerrit, das ist dann kein Problem. So, dann ja, mache ich jetzt die Dinger Leute, aus. Das muss man einfach mal machen, ne? Einfach mal hier. Oh, noch was für die Kamera an Fabian M., Alter. Vielen Dank. Es löppt doch hier. Es ist löppt. Ganz gut geworden, ne? Stimmt. Warum streamt ihr nicht auf Twitch? Ist eine gute Frage, weil wir diesen ganzen Outdoor-Content, das wollen wir alles auf YouTube halten. Weil ist halt Outdoor. Und auf Twitch, liebe Freunde, können jetzt auch mal alle von euch Naturensöhne eingeben. Ja, ganz neu. Mit OE. Ja, aber jetzt kommt mal die Ansage des Jahrtausends hier. Genau. Ja. Also auf Twitch mal Naturensöhne eingeben, jetzt mit OE. Ja. Und da wird es ab nächste Woche. Nächste Woche Montag, direkt mal 8 Stunden den ganzen Tag eigentlich. Ja, wird es mal Content geben, Freunde. Ja. Aber Ausrufezeichen, das ist nicht das, was hier draußen passiert. Nee. Das ist losgelöst. Komplett losgelöst ja. Von dem, von unserem YouTube-Kanal, von allem. Da wollen wir einfach mal so, wir zocken halt auch übelst gerne, sind krasse Nerds und da soll das einfach so ein bisschen passieren, ja? Genau. Wer da Bock drauf hat, kann da folgen. Wer da erwartet, dass sowas passiert, der ist da wirklich völlig falsch. Ja. Ja? Das sei jetzt mal so gesagt. Was erwartet euch da? Wir werden zusammen Spiele spielen. Genau. Es ist aber immer nur einer, logisch. Also es geht halt nicht anders bei Twitch, einer immer zu sehen. Aber wir sind meistens... anders, glaube ich, aber wir kriegen es einfach nicht hin. Wir sind öfter dann zu zweit im Discord, quatschen miteinander, spielen das gleiche Spiel. Es wird aber auch ab und zu Tage geben, wo, weiß nicht, Gerrit WoW spielt und ich mal Call of Duty oder so. Also einfach völlig durchgemischt, so wie wir einfach Bock haben. Donkey Kong, das ist für die Kamera. Vielen, vielen lieben Dank. Ist das schon wieder Donkey Kong? Ja, ist schon wieder Donkey Kong. Josie Stolz, willkommen, du kleines Schlingelchen. Oder Schlingeline. Und Go Fernkey, noch mehr für die Kamera. Ey, Leute, ihr seid einfach die Allergeilsten. Das ist echt mega, ey. Ich muss sagen, die Kamera, die neue Kamera zu mieten, ist ganz schön kostspielig. Also es lohnt sich jetzt für kurze Zeit, aber logischerweise nicht für immer. Also wir werden uns wahrscheinlich, wenn wir es zusammengekratzt haben, eine neue holen. Weil auf langer Hinsicht ist es einfach preiswerter. So sieht's aus. Seid ihr Brüder? Nein. Seid ihr eigentlich Brüder? Nick Flo schreibt, Angry Andy, schubst dich wieder um, Gerrit. Vorsicht ist geboten. Also, ich könnte, wenn ich wollte. Oh, ich könnte. Mein Kenntnisstand ist, dass Setiani erfolgt ist. Ja, wo der Livestream dann aus war, oder? Naja, klar. Eine Wallbox ist ein E-Autolader. Wichtig im Wald. Ach so. Der will quasi, dass wir ihm dann hier einen wir kriegen doch selber noch keinen Strom hier in den Wald rein, Leute. Doch, mach ruhig, leb dich aus. Ey, wenn du das Ding hier hinstellen willst, ey, go for it. Hm, dann mach das wirklich und dann heulen wir beide einfach. Warum? Dann haben wir einen E-Autolader, von da kann man bestimmt noch normal Strom zapfen, das ist doch Hammer. Wie lange kennt ihr euch schon? Wir haben vor ein paar Jahren gesagt, seit 15 Jahren. Also muss es jetzt schon länger sein. Also jetzt 14? Nee, ich glaube. Nee, 18 mittlerweile, wa? Ich glaube schon, das ist ja da. Wollen wir die süße Geschichte nochmal erzählen? Nee, du musst arbeiten. Oh, sonst wären wir nicht fertig. Jawohl. Aber ich erzähle euch sehr gerne die süße Geschichte. Fuck, nee. Und zwar ist Andi da, ist Nachbar gewesen von meinem damals besten Kumpel. Ey, ich dachte, du sagst jetzt die Adresse, Alter. Nee. Und ich bin zu meinem besten Kumpel in den Ferien gefahren. Und vorher haben wir mit Andi so zusammen gebolzt und so einen Scheiß. Bin dann einen Folgetag zu meinem Kumpel gefahren. Der war nicht zu Hause.
ich übelst traurig, aber dachte mir, ach komm, Andi, war ja auch ein ganz okayer Karl, klingelst du mal da, vielleicht hat er Zeit. Ganz okay. Ja. Andi war da, ich hin und da. Seitdem, ja, das, ey, das war richtig krass, ne? Seitdem ging es halt los. Also wie gesagt, nur beste Freunde, alles gut, ne? Lieblingsgeschichte, wir haben uns, meine Eltern hatten damals auf dem Grundstück noch hinten ein Bungalow. Mhm. Da haben wir uns einfach eine Woche schlecht ernährt. Schlecht ernährt und gezockt. Und PlayStation 2 gespielt. Ja, Mann. Tony Hawk und Baldur's Gate. Baldur's Gate 2, auch Rainbow Six und Teil, wo man noch so mit Headsets unterarbeitet hat. Es war in den Sommerferien, wir hatten ja da frei. Wir sind da, es ist kein Spaß jetzt, wir sind nicht rausgegangen. Ja, ist richtig. Aber Andi soll jetzt arbeiten, oder? Es war. Macht perfekt. Mal Derp-Smileys in den Chat, wenn Andi arbeiten soll. Warte mal, wie heißt dein Friseur, Gerrit? Der heißt witzigerweise auch Gerrit. Ist ganz komisch. Was? Ja? Verrückt. Der heißt auch Gerrit. Der hat auch den gleichen Nachnamen wie ich. Das ist völlig wahnsinnig. Du benutzt da so eine Maschine. Ich sehe es nur Augenrollen. So. Oh. Geil, Alter. Ihr Tiere, weiter so. Gruß Stefan. Lars von Mars, danke dir. Lars von Mars. Vor allem, er schreibt, Gruß Stefan, heißt aber Lars von Mars. Finde ich gut. Ist auch mal konsequent durchgezogen. Und Donkey Kong, kleiner Start für den E-Autolader. Das ist geil, Alter. Habt ihr euer Insider-Rätsel eigentlich schon aufgelöst, was ihr mit diesen Buchstaben meintet? Oh, nee. Naja, DFH. Können wir definitiv nicht sagen. Das ist ja. Es haben ein paar richtig gehabt. Können wir es umschreiben? Doch. Du Vetter? Ja, und dann... Das letzte Mal könnte ich sagen, weil es dann, ist ja logisch. Dann sowas, das reimt sich auf Naturensohn. Ja. Ist Kinderscheiße, macht uns aber übel Spaß, wenn wir mal ehrlich. Ja. Klappt auch nur. Oh Mann, ey. Mach's auf Kraft. Nenn keinen Fremden so. So, hier kam jetzt gleich einer, wenn ihr wollt, kann ich auf Twitch helfen. Es gibt mega viel, was ihr auf dem PC zum Stream einstellen könnt. Benutzt OBS und kein Streamlabs, benutzt Stream Elements und kein Nightbot. Ja, wir haben jetzt leider schon Streamlabs und so alles voll eingerichtet und das. Ja, weil Streamlabs können wir gleichzeitig hier auch. Genau, und das läuft. Wahrscheinlich auch so. Mr. Galo oder Geilo, keine Ahnung. Hi, Naturensohn, könnt ihr mich grüßen? Grüß an dich. Oh, ist ja kacke, ist ja rot dran, das mag ich nicht. Da ist ja rot dran, ja, das mag ich nicht. Ja, aber du hast keine Wahl. Das sind ja. 7 Bretter und 7 Lücken. Okay. Also vielleicht kannst du die linke Lücke aussparen, weil die ist ja fast nicht vorhanden. So. Mal gucken, ja. Stimmt. So. Wann geht ihr mal wieder in die Berge? Ne? Gerade schlecht, ne? Reisen ist ja gerade nicht so auf der erlaubten Seite, möchte ich mal behaupten. Deshalb, ja, nächstes Jahr, wenn es geht, mal gucken. Was trinkst du da? Habe ich am Anfang des Streams gesagt, das ist Hashtag nur Werbung, Privatbrauerei Gessner und das ist ein Radler. Wir trinken hier im Stream grundsätzlich keinen Alkohol, deshalb ist hier halt nur Radler drin. Jetzt fang an zu singen, dann ist perfekt. Ja. Oh Leute, hier passieren Fehler. Hannes K5, grüß mich bitte nicht. Ey, du bist sowas von gegrüßt, Alter. Grüß an Hannes. Ich glaube, sein Psychologietrick hat funktioniert. Wer ist der Dritte? Der Dritte da, der was? Da mit der Axt steht, der hat sogar auf seinem Pullover stehen. Ist Max vom Kanal, Gebrüder Lange. Sondeln, tauchen, Schätze finden, Tresore ausbuddeln. All so ein Kram, seht ihr da, ist der absolute Obershit. Dankeschön, aber ein Tresor ausgebuddelt hat. Ja, aus dem Kanal geholt, wie auch immer. Wenn Gerrit sagt, du hast das okay, gemacht. Okay, okay. Sind die Details, die hier keinen interessieren. Völlig gelogen. Da waren auch mindestens 5 Millionen Euro drin und 2 Goldbarren. Also unbedingt das Video angucken. Das gefällt mir. Der Brüder Lange, deine Videos sind einfach nur krank. Krank? Ich krank gut oder was? Positiven Single. Ja, ey, 2700 ja. Menschen schauen uns hier gerade zu, wie wir Bretter nageln. Also wie Andi gerade Bretter nageln. Ist das gestört? Das ist krank, ja. Hashtag bessere Quoten als das Fernsehen, no front. Nageln können wir. Ich hab's gehört. Sven's Panzergarage. Streamer auch mit Streamlabs, Stream Elements auf Twitch. Finde ich für den Anfang sehr leicht zu bedienen. Grüße aus der Panzergarage. Jetzt ziehst du durch mit dem Namen. So geil, Alter. Na du, ich würde fast behaupten, er hat wirklich einen Kanal einfach, wo der halt. Hä? Ne? Vielleicht ja. So ein hier, wie heißt es denn? World of Tanks oder sowas? Keine
Kann durchaus kann, sein. Kann schon es sein. Ist ne? So, schreib uns. Fragt ihn doch einfach. Und Wammerl ist jetzt auch ein Schlingelchen. Willkommen in der Schlingelbande. Genau. Dann nimm erstmal das hier. Oder? Der Link zum Spenden via PayPal geht nicht? Was? Der ging aber jetzt eigentlich die ganzen letzten Male immer. Weiß ich nicht. Ja, dann ist es so. Max könnte ja mal hier Kronkorken suchen. Haben wir schon. Ja nichts spoilern, Freunde, aber eventuell ist es heute passiert und wird in zwei Wochen zu sehen sein. Was tuschelt ihr hier? Geheime Sachen. Du bist der Beste! Abumur Nenya schreibt, arbeite in einer Kita und fast jeder Junge kennt Max. Oh, das ist doch mal Anerkennung, oder? Ja, wenn krass. So kleine 3- bis 6-Jährige, wahrscheinlich so eher die 6-Jährigen. Umgehen? Das, ja, doch. Jetzt hebt er ab, vielleicht hebt er ab. Nee. Alter, Donkey Kong 710 haut hier nochmal 2,30 in den Topf und schreibt für Max. Oh, das stimmt. Das lassen wir auszahlen. Ob die ankommen werden. Das ist ja geil. Rotos, habt ihr gestern euer Amazon Basic Testvideo angesehen und werde mir wohl wegen eurem Review den 65 Liter Rucksack bestellen. Sehr geil, danke dir erstmal für deinen Support. Finde ich immer noch gut, ja. In der Tat, also wir finden den immer noch geil. Wir haben ja ohne Ende Rucksäcke und wir haben den Rucksack quasi einem Kumpel gegeben. Und der nutzt den jetzt auch krass aktiv und ist auch sehr begeistert von dem Teil. Haben wir den nicht sogar Messinger gegeben, Alter? Ja. Der hat Messinger. Ja, und Messinger, schreib rein, wie du den findest. Los! Gerne. Und jetzt übelst die Desaströse. Der Teil ist mir nach den ersten drei Dingern auseinandergerissen. Simon Weiermann, macht weiter so. Ihr seid die Geilsten. Viele Grüße, Simon. Danke dir, Simon. Oh, und was ist hier noch? Jason Tier, danke dir. Klingt ein bisschen. Ja, absolut geil. Jetzt quasi. Ja. So, und jetzt? Ja, Max, jetzt mal eine Frage an dich. Ja. Wie bist du zu deinem Markenzeichen, den rosa Crocs, gekommen? Oh, das ist eine gute Frage. Also zuallererst muss ich mal korrigieren, das ist kein rosa, das ist ein Pink. Ja, ganz klar. Also, ganz klar. Wir wollen hier dem guten Herrn nichts aufdichten. Ja, genau. Aber wie ist es passiert? Erzähl mal den. Also, das war so, ich habe zum 18. Geburtstag den Nissan Micra von meinem Opa bekommen und hab da aus Gag habe ich zu meinen Eltern gesagt, ey, ich wünsche mir noch rosa Rallye-Streifen dazu. Nein. Ja, aus der Nummer kam ich dann nicht mehr raus. Nein. Also, die haben mir das dann halt wirklich geschenkt. Seitdem, ihr habt ja gesehen, seitdem sind die da drauf. Das ist ja geil. Und dann dachte ich, was passt am besten dazu? Ganz klar, rosa Latschen. Und wenn man sich nicht zu ernst nimmt, dann aber richtig. Ja, finde ich deswegen, mega. Ja, seitdem ist es mein Markenzeichen und ich hatte die dann. Ich war einfach mal am See, bin dann abends auf dem Feld sondeln gegangen, also einen Metalldetektor suchen und hatte halt meine Latschen an, weil ich keine anderen Schuhe mit hatte. Ja, und seitdem geil. Ja, was soll man machen, wenn die Kommentare schreiben, ey, geile Latschen? Ja, also auch mal Stereotypen aufbrechen. Ich find's gut. Na, warum nicht? Außerdem sind sie übrigens praktisch. Hashtag Werbedeal von Crocs wird auf jeden Fall klar gemacht. Ja, ich hoffe doch, wenn ihr dazu. Kurze Zwischenfrage, ist das gerade? Stream, ist das gerade? Ich guck im Stream. Nein, ist es nicht. So? Ich würde rechts sogar noch ein bisschen höher gehen. Aber ich gehe nochmal gucken. Ich glaube, jetzt ist es. Ein Rechtshornschnuffhör, in der Tat. Krass. So würde ich sagen, sieht gut aus. Was sagt der Chat? Sieht das so gut aus? Es ist gerade, Leute. Eins in den Chat für gerade. So, Tim C., willkommen in der Schlingelbande, Alter. Leute, schreibt schnell. Ich kann nicht mehr halten. So, es ist schon mein erstes Jahr drin. Also eins in den Chat für gerade. Wir hatten ein Jahr geschrieben, das erste Jahr. Das erste Jahr hat geschrieben Justin. Justin, ich glaub dir. So, 1-1-1, nee, 1-2, ja, 1-1-1-1-1-1. Oh, Justin wird geglaubt, hier wird schon in der Nase. Justin, deine Meinung zählt. Kommt dann auch persönlich vorbei und macht das wieder gerade, wenn es falsch ist. Wenn es falsch ist schon, Alter. Yo, passt. Brauchen wir noch mehr davon? Ja, ne? Eins quasi noch. Für unten, war das sieht hier nicht geil aus. Weil da haben wir nicht so viele Nägel zum Sehen, sondern nur links und rechts. Reicht das da? Der Aal hier, guck mal, der. Ja. Ja, ist ein bisschen länger. Länger? Ja, Gebrüder länger. Geil. Ja, passt so. Alter, hier ist nochmal was reingeschallert. Radolf Bagarozzi. Radolf Bagarozzi. Radolf. Für die Cam, kennt ihr René Krea? YouTube, bin da Mod. René Krea, warte mal. Ich bin mir nicht ganz sicher, ist das der Radfahrer? Ich glaube, es ist der Radfahrer. Den guckt mein Papa ganz viel. Schreibt mal nochmal, Radolf, ob das der Radfahrer ist. Wie lange streamt ihr noch? So lang, bis das fertig ist, Alter. Wie spät ist denn das? Ihr habt die 150 Follower auf Twitch geknackt. Glückwunsch. Jawohl. Das ist ja geil. Danke für die Info. Das ist ja mega. Wie gesagt, Leute, nächsten Montag geht's los. Gerrit auf entspannt mit Bierchen. Der ist ja nicht mehr der Fall.
Ja, was denn da los eigentlich? Ja, weißt du, was da los ist? Jetzt. Ich besorg mal was. Ich weiß was! Ich flüstere. Warte. Bin mir zu 100%. Bitte? Willst du es auch? Oder bin ich mir da nicht sicher, was du holst? Ich hab eine kleine Überraschung für dich. Doppel-R? Ja. Da kannst du. Nee, ich nicht Doppel-R, Alter. Ein R. Ein RT sogar. Achso, bin mir ziemlich sicher, dass jetzt eine kleine Werbung von Runtime kommt. Tim C., vielen Dank, mein Lieber. Tim C., schnell flieh, jetzt kommt gleich Werbung. Lauf, lauf! Und zwar, Freunde, ich sehe, Andi ist ja schon ein bisschen schwach in der Hammerhand. Was? Deshalb jetzt ein kleines Getränk. Ihr wisst Bescheid. Wir wissen es, ihr wisst es. Schön auf Einhandbasis. Eigentlich müssten wir so eine Dose auch einfach mal anstechen und so wegsaufen. Nächstes Mal, vielleicht nächstes Mal. Erstmal Cheers. Ciao. Herzlichen Dank an unseren Sponsor Runtime, der uns immer mit hier Energie supportet, Nahrung, dies, das, Ananas. Mit dem Code Naturensohne spart ihr nochmal fette 10%. Link unten in der Videobeschreibung. Werbe Gerrit out und viel Spaß jetzt noch. Andi trinkt das Ding jetzt aus und ich schaue ihm weiterhin bei der Arbeit zu. Aber jetzt sehe ich hier. Ja, Mann, ich wusste es doch. Radolf, ja, ich kenne René Krehr und mein Papa ist riesen Fan von dem. Story für dich, René Krehr ist quasi ein Kanal, so ein Fahrradkanal, übelst durchgeknallter, lustiger Typ, eigentlich Informatiker, glaube ich. Und der hat sich einen Fahrradwohnwagen gebaut, komplett selber. So mit Solar oben drauf. Ich schwöre dir, das kenne ich. So ein grünes Ding. Ich schwöre dir, das kenne ich. Richtig geil. Und der ist richtig durch und mein Papa ist ein riesen Fan von dem. Lol. Guckt den sich übelst gerne an, meine Mutti auch. Mutti guckt jetzt auch immer mit. Das ist so geil. Geil. Hab ich jetzt einen Nagel? Hier fehlt übrigens noch einer, ne? Achso, ja. So, Dalla. Green für die Cam. Und wie sieht's aus mit Beeten und Gemüse im Cam? Erstmal danke dir. Ja, Beete wollen wir wahrscheinlich nicht machen. Wir wollen höchstens so ein paar Kräuter auf die Sauna pflanzen. Genau. Warum keine Beete? Weil wir mitten im Wald sind. Hier sind ja Wildtiere und die würden das alles auffressen. Und es ist auch nicht erlaubt. Auch wenn dein Wald dein eigener ist, kannst du nicht einfach Beete pflanzen. Aber wir haben ja das nächste Projekt Blockhaus auf dem Baugrundstück offiziell. Da können wir dann alles machen. Da können wir autarkmäßig hier mit Solarzellen und da können wir vielleicht ein kleines Windrad hinstellen und Beete anpflanzen und Hochbeete und alles mögliche. Und vielleicht auch Baumhaus bauen, man weiß es nicht. Ja, ist alles geplant. Warum bekommt der Gast nicht zu trinken? Weil der Gast noch einen Radler hat. Ja, genau. Oder willst du auch eins? Nee, ich muss ich nochmal runter. Oder willst du etwa danke, auch alles gut. Willst du jetzt Ich bin versorgt. Alles gut. Alles gut. Ich krieg sonst auf die Schnauze, wenn ich hier was Falsches sage. Aber fast ein Zuschauer. 2800 schon. 2800. Krass. Es nimmt zum Ende. Warum auch immer. Alter. Naja, ich glaube, jetzt kommen viele von der Arbeit. Alter, Richard. Richard hat dir einfach mal einen Kasten Bier in den Chat gehauen. Richard, ey, du ist verdammter geil, Ehrenmann. Aber, Richie, du darfst jetzt auch bestimmen. Schreib mir das mal auf Facebook. Ja, ganz sicher. Wir benutzen auf Facebook. Was für ein Kasten soll es werden? Ich hätte da schon eine Vorliebe. Aber ich habe auch eine Vorliebe, aber Richard darf entscheiden, Alter. Ja. Übrigens. Wie Max mit der Axt romantiert, macht mich nervös. Yannick Becker, willkommen, du Schlingel, ey. So, Leute, jetzt gucken wir uns mal... 210 Follower auf Twitch, es läuft doch. Leute, jetzt gucken wir uns mal die Twitch Wand mit an. OE. Da geht's ab Montag los, völlig losgelöster Content von diesem Dings hier alles. Und da wird gezockt, Leute, schön entspannt zu Hause gezockt. Hat aber nichts mit diesem Content zu tun, der kommt trotzdem wie immer Samstag 10 Uhr. Was wollt ihr denn zocken? Ich bin halt wirklich krass WoW-Opfer, ne? Ja? Übertrieben. Ich Call of Duty zum Beispiel. Black Ops 2 auch noch? Damals? Alles. Alles. Also Counter-Strike, ich bin da überall. Wenn Battlefield 6 dann rauskommt dieses Jahr auch. Das einzige COD, was ich wirklich richtig gerne und viel gespielt habe, ist 2. Call of Duty 2. Das war noch Weltkrieg. Ah, ja. Das war richtig geil. Das hast du auch gespielt. Ja, da habe ich alle fertig gemacht, weil keiner gecheckt hat, wenn man beim Schießen sich einfach hinlegt. Ja, ja. Alle haben nach oben geschossen. Ach, das war so geil. So Leute, jetzt gucken wir uns aber wirklich mal die Wand an. Die ist jetzt nicht fertig. Gatorix 13. Ja. Willkommen in der Schlingelbande, Alter. So, von außen. Ja, jetzt ist es einfach schön dicht, Leute. Sieht gut aus. Es ist einfach besser. Gut, dass wir das mal gemacht haben. So mache ich das mal. Aha. Jetzt einfach mal Shining nachspielen. So, wir gehen mal rein. Ja, guck mal, jetzt sind keine Lücken mehr. Es ist schön dicht. Ja, so gefällt mir das. Baldur's Gate 2 schreibt einer, Andi. Baldur's Gate 2? Ist doch jetzt Baldur's Gate 3 sogar rausgekommen. Richtig, ja. Beta. Haben wir nicht Baldur's Gate 2 gespielt oder war das 1? Nee, wir haben 2 gespielt. Und das war auch noch schön hier so Diablo-mäßig halt, isometrisch. Ach, stimmt. Und Baldur's Gate 3 ist jetzt aber wohl rundenbasiert, wenn ich mich recht entsinne. Und das gefällt mir nicht. Runden? Warum haben sie das denn geändert? Andi? Ja? Philipp ermahnt dich, dass du hinter der Kamera nicht so laut reden sollst. Ist jetzt eine offizielle Ermahnung, mein Freund?
Okay, Philipp, du hast völlig recht, das habe ich schon wieder vergessen. Philipp, vielen Dank. Soll ich ihm beim nächsten Mal, wenn er das macht, einen Nackenklatscher geben? Ich bin für ja und ich bin Andi. Komisch, oder? Stimme aus dem Ausland. Hey Philipp, übrigens, hast du morgen Zeit? Ja, jetzt mal ehrlich, hast du morgen Zeit? Warte, was hast du vor? Vielleicht will ich einen Film gucken? Film gucken, ihr wisst, was das heißt, Freunde. Jo! Jordan Schuster, willkommen in der Schlingelbande. Ich bin ganz ehrlich, wir schaffen die Steinbauer heute nicht mehr. Was? Klar, Alter. Ja, die sollte jetzt doch nur einzureisen, oder? Eben. Naja, aber die müssen dann auch da hin. Oh, ist jetzt nicht weit. Okay. Ja, es sind 9 Minuten. Ach, wir haben noch 9 Minuten? Ja, wir haben noch 9 Minuten, machen wir 19 draus und dann ist das doch easy gemacht, Alter. Habt ihr Schubkarre hier? Ich sag mal so. Nein, das wird einfach überschmissen. Was? Das wird einfach überschmissen. Daher, dass wir Runtime gerade getrunken haben, schaffen wir das. Ja, warte, ich zieh das Ding weg. Du übernimmst mal kurz hier. Da kommen die Smileys wieder hier. Kommen da. Ey, Joe fragt, kommen da alle Wände oder nur die? Nee, nur die eine Wand quasi. Wir wollen das extra offen lassen, damit man, wenn man innen sitzt, auch mal rausgucken kann und es einfach schöner aussieht. So, wo genau. Sind meine Handschuhe? Ey, ganz kurz, wie lange hat es gedauert, bis ihr die gebaut habt? Das war mit schon. Steine sammeln einen halben Tag? Ja. Und das wollen wir jetzt einfach wieder abreißen. Einfach in 20 Minuten. Ja, da kommen jetzt doch, das wird anders. Ja, da kommen jetzt doch Holzwände hin. Wir sagen es euch, wie es ist. Die bauen wir vielleicht dann mal im nächsten Stream. Loco R, ja. Ja. Auch ganz geil. Ja, ist einfach mal eine nette Sache, damit die Leute mal ein Gefühl kriegen, wie lange es dauert, so eine Wand zu bauen. Ein bisschen in den Streams, genau. Loco R, herzlich willkommen in der Schlingelbande. Geil, dass du jetzt auch dabei bist. Oh. 250 Follower auf Twitch. Wemmer, vielen Dank, dass du uns auf dem aktuellen Stand hältst. Da einfach zu den anderen Schneiden, ja? Oha. Marvalvi, hey Andi, ich bin Holzbildhauer und würde mich geehrt fühlen, was für euch zu schnitzen. Sehr gerne. Ey. Schreib uns mal bitte auf. Ich hab mal richtig Bock, so eine Wand einfach einzutreten. Warte mal kurz. Richtig, richtig geil. Was willst du machen? Eine Wand eintreten. Jo. Warum auch nicht? Eine Wand eintreten. So. Aber vorher rede ich der, noch. Von der Seite hier, ne? Sweet Ara, das kann ich auch beantworten. Hallöchen, geil. Na, wie geht's euch so? Habt ihr Bock, dass ich jetzt hier mal so eine Wand so ein bisschen einkicke? Ich will einen Jumpkick sehen. Ein Jumpkick sogar? Okay, wenn ihr wollt, dass ich jetzt einen Jumpkick gegen die Wand mache, mir dabei übelst das Bein breche. Aber mach mit Krog. Mit Krog? Mit Sicherheitskrog? Ja. Nee, ich passe in deine Krogs, glaube ich, gar nicht rein. Habt ihr schon Pläne für den großen Bunker? Schreibt Daniel. Ja, haben wir. Ich glaube, ein Jumpkick wird nichts, Alter. Da breche ich mir echt die Beine. War auch nur Spaß. Aber ein Jumpkick muss schon sein. Macht das eigentlich Spaß? Ja, das ist schon gut. Leute, aber Leute, ich würde es nicht weitermachen. Nee, ich auch auf gar keinen Fall. Nee, Andi, weil alles, was du jetzt runtertrittst, dafür musst du dich ja bücken. Ah. Die kannst du nehmen. Ja, und dann das. Basketball mit Stein, Alter. Ja, Mann. So. Okay, vielleicht haben wir es doch ein bisschen übernommen. Echt? Nein, die sind schon schwer, die Dinger. Ach, krass. Jetzt leg mein Handy weg und hilf mir ein bisschen. Du, ich muss hier leider lesen, das geht nicht. Ja. Letzter Kuna, warum die Wand weg? Die ist geil. Wir reichen jetzt bei dem nächsten Livestream, werden hier Holzzäune wieder gezogen. Und wir brauchen die Steine, Freunde. Das gut machen. Ja, wir brauchen jeden Stein, den wir kriegen können. Also gerne per Paket uns einen Stein kriegen. Oh Gott. Das hättest du jetzt nicht sagen dürfen. Doch, mach mal. Ich will 50 Kilo Paket. So ein Bemalstein oder so. Oder wo ein Name draufsteht. Schickt uns so einen Kleinstein, meine Herr Tüte, logischerweise. Ja, dann verarbeiten wir den schön im Grubenhaus mit. So geil. Zack! Ey, hat was irgendwie, ne? Einfach mal so ein paar Steine durch den Wald zu schmeißen. Ja, befreien. Mandy Jeschke, wie wäre es denn, wenn ihr, euer eigenes Bier brauen würdet? Wäre mega. Das wäre doch eine Idee für den Munker. Das wäre echt. Oh! Johannes Kemper, wir haben 245 Follower auf Twitch. Hä, wir hatten doch eben schon 250. Da hat noch jemand geschrieben, wir haben 250. Wer von euch beiden lügt jetzt? Ja, Fakt ist, jeder, der uns jetzt noch nicht auf Twitch folgt, muss das jetzt tun. Naturensöhne mit OE. Genau. Zack. Wir haben jetzt 2800 Leute im Stream. Da müssen ja schon mal 1000 rüber. Was ist da los? Ja, völlig verrückt, ey. Krass. Mann. Huah. Rocket Suchti, habt ihr keine Angst, dass alles zerstört wird? Bitte antworten. Hier ist alles Kamera drüber. Also wir haben keine Angst, aber wir hoffen einfach, dass es nicht zerstört wird. Und wenn man das Ding hier besucht und findet, dann kann man ja trotzdem einfach sich das angucken und dann einfach ohne Spuren zu hinterlassen wieder gehen. Das ist ja eigentlich möglich. Deswegen ist alles Kamera überwacht. Sowieso, ja. Das habt ihr im letzten Video gesehen zum Beispiel. Richtig auf Stasi-Basis. Da ist auch eine. Und da oben müssen wir halt machen, weil, ne, ist halt so. 267 jetzt schon.
sagt Spikey. Es sind immer noch keine 1000 Leute. Aber geil wäre, wenn wir 300 heute schaffen. Nein, 1000, Andi. Und mal Ziele hoch ansetzen. Ja, 1300, hallo. Ach, 1300. Das könntet ihr mal mit Max ein Overlight an euren Cam machen? Wenn du da Bock drauf hast. Du, ich sag mal so, es sind noch einige Projekte mit Max geplant. Auf jeden Fall. Ja? Ey, ich muss sagen, ich hab wirklich... Hast du Equipment am Start? Also so nee. Schlafsack und so Kram? Nee, kriegst du. Ey, ich hab tatsächlich noch nie einfach im Wald übernachtet. Also ich bin Camper, so ja. Mein Leben lang. Aber halt, wenn du bei so einem Wetter früh aufwachst, außer Schlafsack. Ja, das ist glaub ich, Killer, glaub ich. Geil, ey. Glaub ich. Ja, hab ich nicht Bock drauf. Oh, jetzt sind wir 360 auf einmal. Ach, jetzt haben wir was falsch gemacht. Nee, okay. Nicht den Stein! 336. Ja, perfekt. Es sind immer noch keine 1000, aber wir nähern uns. 343. Ist das geil, Alter? Leute, macht jetzt mal die Pause hier voll. Wir haben uns auch mal gedacht auf Twitch, wenn es Corona-mäßig wieder geht, wir können ja auch einfach mal mit Kumpels da eine gepflegte Runde pokern. So einen Pokerabend machen. Ja, da bin ich dabei. Ja, aber genau. So auf Bunkerbasis auch mal. Ja, genau. Und dann mit verschiedenen Kameras, wo man dann schon hin und her schalten kann. Darauf haben wir Bock, ja. Aber das wollen wir euch nicht antun bei den Naturensöhnen. Das tun wir euch nur bei den Naturensöhnen auf Twitch an. Oh, genau. Guck mal hier. Mach mal einen Stein wenigstens. Okay. Dann hast du mitgemacht. Hoi, Juken! Ja. So ein Stein auf Ehrenbasis. Ja. Hatten wir das jetzt schon? Was denn? Oder ist das jetzt noch einer? Nee, das hatten wir schon. Okay, alles klar. Ja, Richard macht da also zwei Kästen noch ein bisschen frech. Jasmin Vögeler schreibt an, wie alt bist du? Ich bin 31. Junge, knackige 31. Wo ich sagen muss, 31 klingt echt alt, ne? Muss ich mir erstmal dran gewöhnen, so. Ja? Aber ich bin auf jeden Fall älter als 29. Es fühlt sich... 400, jetzt haben wir auf Twitch 400. Ist das geil. Ist ja Hammer, Alter. Ihr seid die geilste, Alter. Oh, coole Frage. Raffi Z, welche Sternzeichen habt ihr beide? Oh, jetzt. Nee, das beantworten wir nicht direkt. Das finde ich sehr gut. Schätzt mal. Ja. Schätzt mal, was ich und Sternzeichen mit. Damit fangen wir mal an. Du 31, ja, sehr gut, 31. Wir fangen mal mit mir an. Nico Böhm, vielen Dank. Genau, schätzt mal, was bin ich für ein Sternzeichen? Also Leute, Sternzeichen gerne. Dann lösen wir auf und danach machen wir bei dir weiter. Ja. Wir, ja, mach mal. Das macht so Spaß, ne? Max kommt jetzt einfach zum Steine schmeißen mit ins Camp. Okay, jetzt kommen logischerweise total verschiedene. Also Waage, Stier, Skorpion, Widder. Widder, Jungfrau. Ja, Jungfrau, ja. Widder, Jungfrau, Widder, Zwilling, Jungfrau, Skorpion. Sag mal so, bis jetzt noch einmal das Richtige bei gewesen. Widder, Waage, Wassermann, Löwe, Drilling. Drilling. Oh, ich bin vom Sternzeichen her Brontosaurus. Ah, ja. Jungfrau, Wassermann, Jungfrau. Okay. Schütze, Krebs, Bier. Was dominiert denn? Stier, Weichei. Löwe. Ja, also irgendwie Jungfrau, aber auch Widder, finde ich, dominiert. Das ist eher dominant, ja? Ah, scheiße. Ja. So, Freunde, und jetzt kommt die Auflösung. Ich bin Löwe. Also manche haben Löwe geschrieben, ja. Ja, gut. Aber, ja. Okay. Löwe bist du, ja? Ich bin Löwe, ja. Für was ist Löwe bekannt? Weiß ich jetzt auch nicht. Egozentrik, große Fresse. Gerrit ist Löwe. So, Leute, und jetzt, Nico Böhn, vielen Dank. Was macht ihr in dem nächsten Video? Im nächsten Video, also jetzt am Samstag, kommt Grubenhaus. Genau, jetzt, ich bin Andi, hallo. Was habe ich für ein Sternzeichen? Aal. Andi Sternzeichen, schreib's mal rein. Oh, krass. Was denn? Na gut, war jetzt Zufall, dass du schon... Daher die Mähne, finde ich auch gut. Stimmt. Okay, krass. Ach so, was heißt krass? Manche von euch wissen ja, wann ich Geburtstag habe. Echt? Ja. Na, weil wir das letztens gesagt haben. Das ist letztens, ich will es jetzt nicht verraten, aber... Ja. Mit dem Baum da. Ah, und wenn, Logen, ja, Alter. Ja, aber gut. Okay. Hier kommt Fisch. Wassermann, Steinbock, Stier. Ali ist ein Mannbärschwein. Wassermann. Katze, finde ich auch gut. Katze. Widder, Fisch, Stier, Wassermann, Fisch. Yo. Fisch, Jungfrau, Stier, Löwenbändiger, finde ich auch sehr gut. Okay, krass. Es ist gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Okay, ich löse es jetzt auf. Fische. Ja, krass, habt ihr gut
Ja, hat der geschätzt oder was? Zack, wusste das einfach. Zack, geil, Bock im Arsch. Ja, ich bin Fische. Für was ist Fische bekannt? Weiß ich auch schon wieder gar nicht. Kein Plan. Keine Ahnung. Also Astrologie oder Astrologie ist ja sowieso relative Quatschwissenschaft, ne? Das würde ich jetzt zwar nicht sagen, aber gut. Jordan Schuster. Tipp, würdest du nicht sagen? Nö. Echt? Ja. Du glaubst, dass die Sterne einen Einfluss oder das Geburtsdatum einen Einfluss auf deinen... Was schätzt du denn, was ich bin? Charakter hat? Du? Also ich glaube, das ist Quatsch. Du bist, du hast drei Versuche, wenn es dabei ist, dann glaube ich... Du Schütze. Nein. Doch? Nein. Max, du bist Schütze. Was ist los? Nein, ich... Dann bist du ab jetzt Schütze. Ah, okay. Okay, okay, drei Versuche. Gerrit, zieh einen Versuch. Los, hilf mir. Er ist kein Schütze, kleiner Tipp. Du bist ein klassischer Steinbock. Nein. War gar nicht mal so schlecht, glaube ich. Gar nicht mal... Geht schon in die Richtung. Gibt's noch ein Tier? Ritter halt, ne? Nee. Ritter gibt's doch ja nicht. Was bist du denn dann? Stier. Ah, ah fuck. Ich war nicht mal so schlecht. Du bist Stier. Andi ist Sternzeichen Bagger, finde ich auch gut. Auf Twitch 380. Halt doch die. Ist ja krank, Alter. Ist geil, aber es sind nur noch keine 1000 Leute. Wir machen den Stream hier nicht vorher dicht, bis 1000 sind. Nee, ist gelogen, ist gelogen. Ja, wenn hier nicht in 10 Minuten die 1000 voll sind, dann machen wir den Stream dicht. So wird nämlich ein Schuh draus. Ah. Auch mal ein bisschen Druck hier aufbauen. 470 auf Tisch. Ich prüfe gleich mal nach. Ist ja geil, ey. Jetzt noch einer, Andi Sternzeichen Bagger. Ja, finde ich gut. Finde ich richtig gut. Von vorhin noch wahrscheinlich. Ist ja geil. Außerdem hat es gar nicht gestimmt, war es spiegelverkehrt. Was ist? Gar nicht gestimmt, war vorhin spiegelverkehrt. Was denn? Ach so, ja, ja. Weiß Bescheid, ne? Ach so. Ah. So, ich würde mal ganz gerne abgeben, weil ich Bock auf Arbeit habe. Ja, dann warte mal kurz, ich würde noch mal kurz den Aal wohl hinbringen. Achso, dann. Ich muss mal kurz. Was müsst ihr machen? Einfach so. Leute, ihr wisst doch jetzt genau, was passiert. Ein bisschen vorlesen. Okay, okay. Außer okay. Was halt zu privat ist, logischerweise. Die Fragen gelten nicht. Ja, einfach so. Mhm. Die Mauer ist ja gleich weg, Alter. Das schaffen wir noch. Leute, das schaffen wir. Ja, dann mach mal. So, 490. Nicht schlecht. Geil, geil, geil. Moin, Katja. Hallo, Katja. Nicht. Gerrit ist Sternzeichen Schrank. Sternzeichen Schrank. Oh, Leute. Oh. Max ist Sternzeichen Bruchstein, auch nicht schlecht. Bruchstein gefällt mir auch gut. Bruchstein ist auch nicht schlecht. Wann geht es weiter mit den Türmen? Ach, hier Bushcraft Camp. Ja, wir wollen erstmal das Grubenhaus zu Ende machen und dann geht es mit den Türmen hier weiter. Genau. Boah, ich komme hier gar nicht so schnell hinterher. Ja, gar das nicht so ist schnell. Echt krass, ne? Ja, ja, ich bin Gebrüder Lange. Hallo. Das habe ich gesehen. Ihr braucht Sicherheitsräume, ja. Kampfhelikopter? Ja. Was macht ihr? Auch nicht schlecht. Ja, was machst du da eigentlich gerade? Wir reißen die Mauer ab, damit wir das nächste Mal wieder eine Mauer aufbauen können. Wer der jetzt auf seinen Fuß gefallen? Bob Kelso, habe die Ehre. So nämlich. Na ja, gut. Hi, ihr kleinen sexy Mäuse, ich bin wieder da. Oh ja, hier, guck mal. Johannes Brot oder Brot. Brot, ja. Brot. Wann gibt es einen neuen Schatzsuche-Hinweis? Da können wir eigentlich mal anfangen. Du, da hast du recht, ja. Neuen klar machen, neuen Hinweis. Ja. Wurde immer noch nicht gefunden, der Schatz? Genau. Wie, was? Es gibt einen Schatz zu finden? Ja, Alter, das ist ja eigentlich genau was, das Ding für mich. Was? Was? Ja, und zwar wir haben in unserem Nerdshop ein T-Shirt. Ein T-Shirt zu kaufen. Da sind Koordinaten drauf. Das ist ein Bunkershirt. Logischerweise nochmal für alle, die das Anzeigebild, was ihr im Shop seht, ist natürlich nicht das Richtige. Das ist nur so eine Vorlage. Ah, wegen The White. Ja, ja. Wegen so, ne? Genau. Weil manche geschrieben haben, warum habt ihr da Koordinaten in München draufstehen? Ja, weil es nicht die richtigen sind, Freunde. Oder fahrt doch mal hin. Vielleicht ist da was Tolles. Die Koordinaten? Nein, nein. Achso, nein. Also es ist quasi eine Schatzsuche, die starten mit den Koordinaten hier oben, sind verschiedene Bildchen drauf, die Hinweise sind auf den nächsten Punkt, wo man hin muss. Ein paar Leute sind echt schon saunah dran. Aber also wir sagen es, wie es ist, wir haben es wirklich schwer gemacht, damit das richtig Spaß macht und richtig
ne, einfach. Also manche Rätsel sind jetzt echt schon fast ein Jahr dran. Also ja, das T-Shirt ist fast ein Jahr raus. Geile Idee. Es sind noch so 20 T-Shirts da, also wer mitmachen will. Ja. Einfach mal reinhauen, ist ein Gutschein. Aber wisst ihr was, ihr habt recht, wir hauen mal nächste Woche einen Tipp raus. Wart ihr jetzt bei der Schatzsuche zu gewinnen, Anni, wisst ihr das noch? Ich weiß es noch. Ein Tag mit uns? Genau, also so auf entspannt hier im Camp so einen Tag oder irgendwo anders. Wie? Ich glaube für einen Merch-Shop noch Gutschein, ne? Gutschein für Merch-Shop und eine Hose und ein Oberteil von unserem Sponsor L Revolution Race. Richtig, also ziemlich geile Sachen eigentlich. Und willkommen at Daniel Pelzer in der Schlingelbande. Daniel Pelzer. Daniel. Welcher Mensch hat hier eigentlich so viel Sand drauf gemacht? Er hat gesagt, lange klaut die Idee für seinen Merch-Shop. Was? Nein, das würde ich doch niemals machen. Aber gute Idee. Ja, mega eigentlich. Ja, also. Ich würde mal sagen, Max findet das Ding. Ja, wenn es Programm ist. Ja, ist es in der Tat. Ja, echt wirklich? Ja, wir haben es wirklich eingebuddelt. Ja, ja. Ist da Metall drin? Also kann man das sagen oder? Ist Metall dran, ja. Stimmt. Das ist Metall dran. Ja, ja. Ihr habt es einfach eingegraben. Auch, ja. Also mit Plastiktüte drum. Genau. Richtig, wie so eine, wie nennt man das denn? Geocache. Ja, genau. Ja. Es ist in der Tat, es ist sogar eine Schatzkiste auch, ne? Also ja, es ist jetzt nicht nur, es ist wirklich eine Kiste auch. Dingern aus Metall. Ja. Also ist schon eine coole Sache. Also guck mal rein in den Shop und ja. Ich glaube, ich besorge mir mal so ein Shirt. Okay. Aber nur, weil mir das Design gefällt. Na, pass mal auf, und am Ende findet er das Ding. Na, dann hat er sich seine Übernachtung hier im Camp auch verdient. Schön aus dem Rücken! Ja, immer schön. Are you okay? Warum ist da so viel Sand drauf eigentlich? Ich muss kurz was drücken. Michael. Es fragen noch viele, wie es der Kamera geht. Wollt ihr es nochmal ganz kurz? Ja, nicht gut. Kamera nicht gut. Kaputt, komplett. Nichts gut? Ja. Totalschaden, nichts zu machen. So. Hast du das Ding jetzt zerbombt oder was? Nee. Und jetzt mal ehrlich? Hast Nein, habe ich wirklich nicht. Das hat geknackt, das war glaube ich ein anderer Stein. Oh ja, klar. Gab es eigentlich noch mehr Leute, die schon an eurem Bunker irgendwie Unwesen getrieben haben? Nee, in der Tat war es nur der eine Assi. Ja. Ist ja auch, also was war das denn? Ganz ehrlich. Ganz kranke Nummer. Fragen sich alle, was das war. Okay, IWIW ist ein neues Schlingelchen, habe ich gelesen. Geil! So. Herzlich willkommen! Moin! So, jetzt mal eine kleine Zwischenfrage, Leute. Wollen wir nächste Woche Mittwoch, ist ja wieder Livestream um 18 Uhr, wie immer übrigens, sollen wir dann schon die neuen Mauern hier ziehen? Habt ihr Bock drauf wieder im Camp? Also, ja, ne? Ehrlich, bin ich eigentlich dafür. Also ich bin jetzt dafür. Ja, ich bin eigentlich einfach gemacht so. Richtig. Ich finde es eigentlich ganz cool, wenn wir mit euch quasi quatschen können und nebenbei noch weiter am Camp arbeiten können. Jo, viel Spaß! Oh, was? Zu zweit oder machst du den alleine? Ah, nee, muss schon alleine, ne? Ja, mach mal. Ich mach den nicht. Okay, viele, also jetzt schreiben wir schon mal ja. Ja, ich find's auch geil, oder? Das ist halt irgendwie cooler, als ob wir einfach da sitzen irgendwie. Ein bisschen was nebenbei machen, finde ich schon gut. Tschüss, kleines Rücken. Nee, schon. Sind nur 60 oder so. Lusaka, Gute, vielen Dank, dass du jetzt auch in der Schlingelbande bist. Geil. Und Icke Hüftgold. Icke S. Phoenix ist jetzt auch in der Schlingelbande. Herzlich willkommen. Was? Ja, ihr schreibt alle ja, ihr habt Bock, dann machen wir's. Leute, denkt dran, nächste Woche Mittwoch, 18 Uhr, hier wieder im Camp. Da wird geackert. Was haben wir denn hier verbaut? Bist jetzt wird verarschen? Immer geackert. Wie habt ihr den denn da hinbekommen? Das ist ohne Gott. Krass. Was? Soll ich nochmal? Meine Handschuhe aussehen, dass ich ein bisschen scrollen kann? Das ist unmöglich mit diesen guten Revolution Race Handschuhen. Die passen aber auch verdammt gut, diese Handschuhe. Ja, ja, das ist... Oh, danke. Ja. Okay, der wird jetzt, glaube ich, eklig. Roll den lieber. Ja, dann lass doch einfach roll den lieber. Rollen oder zu zweit halt machen. 533 bei Twitch ist es. Nee, ich glaube, der geht. Niki, vielen, vielen Dank. Wir haben 19.10 Uhr. Wir müssen mal so langsam. Zack. Aber auch so schönes Wetter heute. Ja. Da will man gar nicht aufhören. Oha. Weißt du, was mich schon wieder jetzt wundert? Wir haben jetzt immer noch keine Mail. Wie hieß denn der? Die Beine schlottern. Ja. Ja, auch nicht schlecht, ey. Langsam wird es dunkel. Ja, Leute, wir hören auch gleich auf jetzt. Was machst du, Kreuzheben? Wir müssen das aber auf jeden Fall noch machen. Kreuzheben. Fast 550 auf Twitch, geil. Richtig krank. Ja. Leute, du hast auch Gerrit Globisch. Zu meinen Höchstzeiten habe ich 150 Kilo auf Raps gemacht, so vor einem Jahr. Ist das geil. Aber da hast du halt einen guten Griff, nicht so wie bei Stein. Ja. Wann kommt das nächste Projekt? Rocket. Ja, wir machen erstmal Grubenhaus zu Ende und dann startet das nächste Projekt. Zack. Beziehungsweise würden wir mit dem Blockhaus sogar sofort starten, wenn das Amt endlich mal sagt, wir dürfen.
Ja. Was ist mit dem Sand hier? Kann ich ihn hier runter machen? Ja, einfach in die andere Richtung runter, genau. Habt ihr bei euch im Wald schon gesonnelt, fragt Tim. Ja, heute. Mit Gebrüder Lange zusammen. Video kommt in 2 Wochen Samstag. Wie ist eigentlich der Zwischenstand auf Twitch? 550 haben sie geschrieben. Ja, oh Freunde, dann nähert sich der Livestream ja bald dem Ende. Ja, ist auch schon 19.10 Uhr. Ich würde jetzt hier noch ein paar Abos auf Twitch rausknallen, wenn ihr hier noch ein bisschen länger den Stream sehen wollt. Aber front. aber kein Druck. Kein Druck. Kein Druck. Nee. Auf entspannt. Alles muss, kein kann und so. Alles kann, nichts muss. Tristan Hyper, wir grüßen dich. Alles muss, nichts kann. Tristan Hyper, wir grüßen dich. Nichts kann, alles muss, sowas. Spikey, wann lest ihr eure E-Mails? Eigentlich immer zwischendurch, auf Arbeit, in der Pause, abends, im Bett. Es kommen so unfassbar viele Nachrichten und Mails. Seid nicht böse, wenn wir manche nicht beantworten. Wir lesen alle, es ist Fakt. Wir lesen auch immer alle eure Kommentare, aber logischerweise schaffen wir es zeitlich nicht, ja, die zu beantworten. Also alle jedenfalls. Was ist denn hier? Was haben wir denn hier alle vergraben, Mann? Wer hat denn diese Mauer gebaut? Verrückt. Ja? Ey, viele von euch haben damals gesagt, die Mauer hält nicht. Aber sie hält. Ja, so nicht. Baut doch einen Zaun bis zum Grubenhaus. Ja, sowas ähnliches finden wir ganz cool. Wir werden dann quasi hier einen Zaun machen, links, rechts. Und dann so eine Art, weiß ich nicht, so eine andere Art Zaun, irgendwie so hochkant. Und die geht dann schön zum Grubenhaus weiter, damit es so ein bisschen integriert ist. Finden wir ganz geil. Mein Gott, mein Handy. Nein. Philipp Engler, vielen, vielen Dank. Okay, ciao Rocket, such die. Bis nächste Mal, bis nächsten Mittwoch vielleicht, 18 Uhr. So. Oh, nee. Oh, Kohlrabi, du zockst also PUBG. Klingt ja für mich sehr interessant. Geil, geil, geil. Hier, Yannick, Gebrüder Lange ist der beste YouTuber. Oha. Es ist Fakt. Hä? Oha. Wir finden jetzt mal. Bann den, sofort. Jawohl. War denn so verstanden? Direkt mal Timeout. Ja, klar. Cagefight im Grubenhaus. Wird ein Tag-Team-Fight, nur dass Max kein Tag-Team hat. Ist eure Support-Mail die richtige? Kommt ganz drauf an, was für eine Support-Mail ihr meint. Support-Mail? Die Mail auf der Shop-Seite ist ausschließlich für den Shop. Ja. Nee. Das ist. Natürlich so eine @gmail.com, das ist unsere quasi. Genau, das ist aber keine Support-Mail. Ja. Weil das, was auf dem Shop ist, ist nur für Shop-Anfragen tatsächlich. Fast 600 auf Twitch, Alter. Icke Phoenix schon wieder, viel Spaß im Camp. Vielen, vielen Dank. Während wir haben wir schon die ganze Zeit. Es ist einfach herrlich. Ey, du findest hier halt immer noch. Wenn das Wetter so geil ist, ist noch. Es ist doch nicht zu fassen. Also ist schon ganz schön weit. Daniel Milchina, habt ihr den Bunker-Kacker angezeigt? Ja, im Video haben wir das aber sogar gesagt. Der hat 2 Anzeigen von uns bekommen und hat uns auch schon durch Täter-Opfer-Ausgleich Geld zahlen müssen. Die Sache ist durch. Aha. Auf viel Spaß, Max. Nee. Du bist deiner. Nee. Doch, den fühle ich. Den fühle ich bei dir. Nee. Oh, doch. Wann da jetzt? Nee. Valentin Angermund, wir grüßen dich. Mal ein bisschen rollen, ey. Guck mal hier, ich mach den wie ein Mistkäfer, mach ich den. Benny fragt, wie heißt Max auf YouTube? Der heißt Gebrüder Lange. Einfach mal vorbeischauen. 585 auf Twitch. Das geht es, doch in die richtige es Richtung. Es ist verrückt. Fast auf den Korb gefallen. Simon Wockel, könnt ihr, das ist ja Simon, könnt ihr mal kurz das Grubenhaus zeigen? Würde ich ungern, weil am Samstag kommt jetzt das, dann verraten wir euch alles. Nee, zeigen wir diesmal nicht. Samstag kommt ein schönes Video zu. George schreibt 890. Ich denke, das ist gelogen. Okay, ich lasse ihn hier liegen. Oder ist es gelogen? Das ist gelogen. Meinst du, der wiegt viel oder was? 590, das klingt schon realistisch. 590? Krank, Alter. Ich guck mal nach. Bei Twitch heißen wir Naturensöhne. OE. Genau. Und wie gesagt, am Montag geht's da tagsüber. Meine Finger sind drunter eingeklemmt. Ich komme nicht mehr hoch. Sieht das aus wie? Oh, sieht man das? Ja, man sieht's. Ah, oh, geil. Der ja, wie gesagt, Leute, bei Twitch Naturensöhne. Ja, OE eingeben. Ja, oh, Mücken. Ja, Mückenzeit. Was sind Mücken da, oder? Mückenzeit geht wieder los. History Sondler. Ah, History Sondler. Könnt ihr mich grüßen? Ja, wir grüßen dich.
Oh, das ist eine gute Frage, das kam öfters in den Kommentaren. Abenteuer tauchen. Warum konntet ihr eigentlich eure Kamera nicht mit eurem Magneten retten? Da war nichts magnetisch dran. Weder Stativ noch, es war nichts magnetisch dran. Wir haben es probiert. Und die war auch viel zu schwer. Also, mal abgesehen davon, aber da war nichts magnetisch. Das ist ganz krass. Aber mit dem Haken hätte man es vielleicht hinkriegen können. Ja, hatten wir leider nicht. Aber ich war ja unter Wasser, ich habe sie ja ertaucht und die steckte mindestens so viel im Schlamm drin. Das wäre mit Magneten nicht, also selbst wenn die magnetisch gewesen wäre, wäre wahrscheinlich abgegangen trotzdem. Weil das war richtig verkeilt im Schlamm. Das ist ja geil hier mit festgemacht, ja? Ja, den harten Kopf haben wir in dem Wald gefunden, wo unser drittes Camp stand. Was? Warten. History Sondler, frag mal Max, ob er mich kennt. Jo, ich kenn dich, Paul. Oha. Mit Vornamen. Boom! Wenn es jetzt falsch gewesen wäre. Ja, klar kenne ich dich, Günther. Geil, ey. Könnt ihr mal PUBG zocken? Ja, wir werden unterschiedlichste Games zocken. Dr. Sam X, können wir mal R6 zusammen spielen? Vielen Dank übrigens. Ja. Du hast es nicht, ne? Was habe ich? Rainbow Six? Nee. Ich hab das. Lego-Shooter-Zeit bei mir ist vorbei. Bei mir fängt sie erst an. Ja. Warzone Peace, also definitiv wird Warzone kommen, da könnt ihr euch so dermaßen sicher sein. Ach ja, Schlamm catchen bitte. Na gut, Max, dann komm her. Ich zieh meinen Neopren einfach wieder an und dann kannst du losgehen. Ach geil, ey, Leute. Wir sind immer noch 2600, what the fuck? Ja, die Leute, das ist so das Ding bei den Leuten, die singen an anderen beim Arbeiten. Ja, also dann machen wir das jetzt immer mit Arbeiten, dann ist es so. Schluss mit Leute, die nur rumsitzen, ne? Wann seid ihr auf Twitch live? Am Montag. Gerrit und ich. Genau. Geil. 640. Krass. Jetzt nochmal. Hans im Glück. Wieso kommt die Mauer weg? Gerrit, warum kommt die Mauer weg? Kann ich dir nicht sagen. Cool. Max, warum kommt die Mauer weg? Keine Ahnung. Ja, also das ist einfach einheitlicher hier mit den Zaun, habe ich entnommen, glaube ich. Weil hier soll ein Holzzaun hin und dann ist es hier nochmal schön. Und dann wird einfach schön ein bisschen schicker. Und wir brauchen Steine. Außerdem ist selbst auferlegte Arbeit ja wohl die beste, oder? Richtig. Arbeit die Mauer bauen, Arbeit die Mauer abbauen, dann nochmal eine Mauer bauen, die dann irgendwann auch wieder abbauen. Na, wer keine es Arbeit, gibt immer was zu tun. Welche, ne? Genau. Ja. Aber Content, ne? Content is king. So Leute, es ist 19.20 Uhr gleich. Ja, ist mir egal, wir machen das jetzt hier noch fertig. Das ist richtig. Aber ihr könnt ja machen, also entweder die 1000 auf Twitch zuerst oder die Mauer. Ja. Für den Gewinner gibt es keine Ahnung. Ist nicht. Ganz miese, krasser Preis. Ja, richtig krasser Preis. Richtig krass. Metalldetektor-Funde. Willkommen in der Schlägelbande. Ah. Oh. Kennst du? Ah, na klar. Ah. Ich glaube, ich habe. Aber ist der denn bei uns auch schon Kanal mit dir? Oh, shit. Ey, es wird halt immer wieder richtig. Oh, Mike schreibt, bitte The Forest. Ja, es kommt ja bald The Forest 2 raus. Ja, also bald dauert noch, aber das wird was, Leute. Gefühlt nur Erde hier. Alter. 640, da ist das krank. Ich glaube, jetzt haben wir die auf der Seite. Ne, sieht gut aus. Ja, komm mal ein paar. Okay, Lukas Neller, viel Spaß, viel Erfolg. Auf jeden Fall mit dem Feuerwehreinsatz. Der muss jetzt leider los. Christoph Weigel, vielen Dank. Boah, hier kommen so viele Nachrichten rein, Leute, das ist echt. Das ist gefühlt nur Erde hier. Ja, ich glaube, da haben wir das auch so gemacht, dass nur noch außen Steine waren, glaube ich. Achso. Ja. Hier unten ist COI, okay, also wollt ihr darauf nicht eingehen mit der Kamera? Was meinst du mit der Kamera? Die Kamera ist im Arsch, das haben wir schon dritte Mal ist es derzeit. Die ist unwiderruflich kaputt. Wahrscheinlich. Also wir geben es jetzt nochmal an eine Privatperson. Mal gucken, was die reißen kann. Aber ja. Sony sagt, nein. Es kommt immer mehr, wir sollen uns im Schlamm catchen. Das ist ja geil. Catcht ihr euch doch im Schlamm. Zisterne einfach. Zwei gehen rein, einer kommt raus. Krabbenkampf in der Zisterne, Alter. Guido Giers, vielen Dank.
Die Mauer muss weg, genau, Daniel, so nämlich. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Der Gag an der Sache ist ja, dass wir zum Tag der Deutschen Einheit diese Mauer gebaut haben. Echt? Ja? Ja. Pi Rausch fragt, welches Auto fahrt ihr? Ich fahre ein Skoda Superb. Ey, ich habe jetzt ein richtig geiles Gravelbike. Ja? Ja, ich habe keinen Führerschein. Na geil. Besser so. Für die Umwelt zumindest. Donnerkuppel, genau. Donnerkuppel. Wie lange bauen wir schon am Camp? Fragt Tim. 1,5 Jahre. Ja. Das geht aber. Für so viel? Ja. Ja. Aber ihr habt auch im Winter durchgebaut. Immer. Ja. Nein. Oh. Nee, war sie leider nicht. Die war nicht versichert. Was ist das? Die Camp war nicht versichert. Auch haben wir jetzt knapp 2 Jahre. Ich hab's genau 2 Jahren heute gekocht, wa? Was waren die ersten Sachen? Bunker? Die erste Sache war in der Tat Feuerstelle hier. Mhm. Ja. Und dann haben wir angefangen, den Bunker zu streichen. Ja. Genau. Emily, wir grüßen dich. Grüße gehen raus. So. Das sieht auch schon richtig gut aus. Schön. Schön, nee, wirklich. Ja, 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 gut, oder? Aha. Den nehmen wir auch dabei. Naja, guck mal. Wie lange habt ihr bitte die ganzen Steine gesammelt? Es hat arschlang gedauert, ja. Also wie viel Schubkarren... allgemein, Materialbeschaffung dauert einfach lange. Es ist teilweise einfach nur dumm, was hier passiert. Sam Schulz, oder Sam? Sam? Okay, Sam Schulz. Wann kommt ein Baumhaus? Kommt auch auf dem Baugrundstück dann. Aber Baumhaus kommt... nächstes Jahr. Weil erstmal kommt. Nicht noch dieses Jahr? Nee. Kleiner Running Gag. Nee, weil jetzt kommt erstmal wirklich Grubenhaus und dann kommt auf jeden Fall Blockhaus. Und Blockhaus wird richtig, richtig geil. Bin gespannt, ey. Ich erstmal. Das Grundstück ist noch wahr? Ja. Da stand ein Bungalow drauf, den wir schon komplett weggekloppt haben. Ja. So. Andy Sun, du darfst. So, ich würde mal dann weitermachen. Liebe eure Videos, mega, sagt mal schöne Grüße, sagt Max schöne Grüße, Max. Schöne Grüße. Dankeschön. Vielen Dank übrigens. So, ich muss jetzt ein bisschen hier was machen. Genau. Jetzt wo alles fertig ist, oder was? Alles fertig? Alles fertig. Oh. Ist denn noch was? Nee, die andere Seite von der Mauer ist noch, ich setze mich auf jeden Fall jetzt erstmal entspannt. Dann reiche mir meinen rechten Handschuh. Ich hab diesen verrotteten Baumstamm kaputt gesetzt. Oh, danke, Max. Oh, fast in den Anus. So. So, Entschuldigung. Wieso war da ein Fachbegriff? History-Sondler, wie kann sich Max so gut meinen Namen merken? Ich kann mir alle Namen merken. Logisch. Und den passenden Metalldecker zum Namen. Oh mein Gott! Andi. Ja? Daku schreibt bitte grüß mich. Ich habe auch noch eine Frage. Kriege ich deine Handynummer, wenn ich 200 Euro donate? Nein. Aber meine kriegst du. Aber also, ne, mir, dann nicht euch. Ja, yeah, du, gönn dir. 680 sind wir angeblich auf Twitch. Gegenprüfen bitte. Dieses Wort angeblich finde ich sehr gut. Ey, wir sind halt immer noch 2500, Alter. Das gibt's doch gar nicht. Krass, 661. Ja. Aha. Ey, das ist aber schon, das ist schon sportlich, Jungs. Das ist einfach mal 600 Stück, die wir jetzt hier gemacht haben. Ne? Krass, das ist völlig gestört, Leute. Aber noch keine 1000, ne? In der Tat aber noch keine 1000. No pressure, Leute, no pressure. No pressure. Hm. Gebrüder Lange plus Naturtöne, ich glaube, er meinte Naturensöhne, gleich beste Leben. Beste Leben, Bruder. Beste Leben gibt auf Welt. Macht ihr mir danach eigentlich noch einen Döner? Ja, klar. Ja, na klar. Daku schreibt nochmal, bitte grüß mich, ich habe auch noch eine Frage. Kriege ich deine Handynummer, wenn ich 600 Euro donate? Nein. Was? Nee. Ein neuer Vertrag kostet 20 Euro, ich bitte dich. Ja. Ja, stimmt eigentlich, ne? Jetzt tatsächlich nur noch Sand drunter, glaube ich. Florian Fenner schreibt, jetzt bekomme ich deine Handynummer, wenn ich 500 Euro spende. Die Nummer von Max, Fragezeichen. Ja klar, auf jeden Fall. Was ist denn los mit euch? Ist euch echt eine Handynummer so viel Geld wert? Ich sag mal so, ich schreibe auch jedem auf Instagram zurück, aber ja. Handynummer. Das hast du, ne? Ja, jetzt hast du den Wert der Handynummer gerade gesehen. Schade eigentlich. Ja, scheiße. Ey, jetzt ist hier nur noch Erde. Aber Leo Riemer fragt auch wieder, wie sieht's mit der Kamera aus? Nicht gut. Komplett kaputt. Nichts gut. Kamera. Nichts gut. Ja, hier ist nur noch Erde. Ja. Habt ihr einen Spaten? Jetzt schreiben sie 1000 Euro Donaten, 6000 Euro Donaten. Ja. Jetzt wird's aber lächerlich, Leute. Macht lieber erstmal die 1000 auf Twitch. Ich stelle mal erstmal die 1000 auf Twitch bei uns voll und dann reden wir nochmal. Oh. Ja, war doch gut. Ja. Ja, Leute.
Wand ist weg. Fertig, Ziel erreicht. So nämlich. Jo. Josie Stolz. Letzter Versuch. Euer Campnamen habt ihr von mir damals. Es war mein Vorschlag und ihr habt ihn sofort genommen und gefeiert. Ja, kann sein, dass du eine... Ja, geil. Ja, richtig cool. Hast du das vorher schon gepostet? Dann tut's mir leid. Fühl dich hiermit wahrgenommen. Ich würde mir einen Anwalt nehmen. Ja, gibt dir doch Tipps. Sehr schön. Ey, krass. Nee, doch, so meinst du mal was. Haben wir einfach mal nebenbei geschafft. Richtig geil, ey. Tim C. schreibt, hurra, hurra, der Schlingel mit dem kurzen Haar. Hurra, hurra, der Gerrit, der ist da. Okay, das ist gar nicht, dass du so lange Kommentare oder Nachrichten in deinem Livestream schreiben kannst. Ja. So. Leute, es ist traurig, aber irgendwann endet alles. Und so langsam müssen wir jetzt mal Schluss machen. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Deswegen würde ich nochmal zum Abschluss sagen, dass Gerrit mal aufsteht, damit er euch mal ordentlich seht hier. Haben die Crocs Stahlkappen? Nein, die würden stören beim Metalldetektor. Gute Antwort. So, können wir Schluss machen? Wieso? Sind 1000 noch nicht? Let's go. Nee, 1000 haben wir noch nicht. Aber fast. Aber ist schon ja, gut. Aber die Mauer wird weg, Alter. Genau. Mauerfall. Was haben wir heute im Datum? Mauerfall im Natur- und Sonne-Camp am 28. April 2021. Es ist passiert. So, Freunde. Wir hoffen, die Qualität des Streams war gut. Besser als vorher. Bombe mies. Eine Menge geschafft. Vielen Dank an Max, dass er mitgeholfen hat. Vielen Dank an euch alle, dass ihr dabei wart. Und die letzten wundervollen Antworten hier, Dings, hier, Worte da. Ja, Leute, dann möchte ich nochmal sagen, dass wir uns wie immer am diesen Samstag 10 Uhr sehen. Da kommt das Grubenhaus-Video. Und wir sehen uns auch wie immer am Mittwoch um 18 Uhr zum nächsten Livestream. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis dann. Und am Montag sehen wir uns auch noch auf Twitch. Auf Twitchy, Bitchy. Auf Twitch, wenn wir die 1000 voll haben, ne? Wisst ihr Bescheid? Sag doch irgendwas Cooles. Cooles. Bombe, Alter. Ja, Mann.